Was? Warum nicht? Ich muss mal gucken, Alex, dann. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen. Wir können ja. Ah, wobei. Ich wollte ja sagen, ja, wir können ja noch später raussuchen, was wir klippen könnten, aber wird ein bisschen spät, wa? Ich glaube mal, ja, ich kenne das, Alex. Ich habe das auch manchmal, dass das irgendwie buggy ist. Wir müssen mal gucken. Ja, okay, dann schicken wir Steffi und Audrey in den Urlaub für 1-2 Tage, habe ich gehört. Wird bestimmt funny. Jetzt ist das Spiel wieder leise. Among Us war vorhin voll laut. Ich schwör. Mit dem Urlaubsdingern kannst du... Wir könnten auch so ein... Es gibt ja so richtige Häuser im Urlaub. Theoretisch kannst du da halt auch hingehen. Du sagst halt, die sind im Urlaub sozusagen dann. Und ich muss mal die Kamera bei der Hohe wechseln hier. Das ist ein bisschen awkward hier. Hi. Man könnte sagen, quasi, wenn man dann eben... Oh, lol. Steffi gönnt sich erstmal hier. Steffi gönnt sich erstmal. Oho, hallihallo. Ja, da würde ich mich jetzt auch hinsetzen. Man könnte dann wahrscheinlich einfach die Leute mit mehreren coolen Leuten, die schon immer mal zusammenwohnen wollten für eine kurze Zeit, einfach dann in den Urlaub schicken und dann ein cooles Haus oder so auch bauen. Wäre bestimmt auch funny. An sich könnt ihr es euch natürlich auch abmachen oder ausmachen. Vielleicht sollte man das auch so machen, dass wenn die Leute einverstanden sind, beide halt, wenn du zum Beispiel mit Steffi dann irgendwie ausmachst, mit Melli ausmachst, dass wir auch teilweise euch spielen dürfen, auch wenn eine Person nicht da ist, könnte man sich auch so machen dann notfalls, ne? Wenn es wäre. Ne? Schreib mir den Timestamp auf, das muss geklippt werden. Okay, mach das. Ich versuch's dann, Alex. Du kannst es mir ja dann schicken. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ja, du musst in 12 Stunden theoretisch arbeiten und du hast Kopfschmerzen. Wieso hast du immer Kopfschmerzen? Nimm Medizin. Du hast schon wieder Kopfschmerzen vor allem. Ich glaube, die hat die Sauna nicht gut getan. Und Hunger hat sie auch noch, die Frau, die Arme. So, schon besser. Okay, warte mal. Wir nehmen mal Urlaub dann und nehmen Audrey mit. Ich muss mal gucken, was wir für einen Urlaub dann nehmen, ne? Urlaubstag nehmen? Ist es Urlaubstag nehmen oder in den... Man konnte doch irgendwie einen Urlaub nehmen hier. Okay, aber du kennst du Audrey überhaupt so richtig? Nee, ne? Wir müssen mal kurz Audrey besuchen gehen, damit ihr euch überhaupt kennenlernt. Nachbarschaft mal besuchen, ne? Muss man ja mal so langsam machen, habe ich gehört. Wir gehen mal zu Obi, Audrey und Dobby. Zu Obi. was? So. Wenn man sich für 10.000 seinen Charakter kauft bei dir, bekommt man dann auch ein Haus. Nicht direkt. Am einfachsten ist es, wenn du einfach eine Wohnung ziehst. Du kannst dir aber auch sich ein Grundstück dann aussuchen schon und ich baue dir dann irgendwann ein Haus hin, wenn ich Zeit habe, ja. Also schon. So, muss morgen früh raus. Ich, was? So, morgen muss ich früh raus. Muss zur Polizei. Okay. Das ist entweder beunruhigend oder cool. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich eher wegen was eher nicht so tollen dann, oder? Außer du arbeitest bei der Polizei, was cool wäre. So, hi. Sie guckt die Kochsendung wahrscheinlich wieder. So, wir stellen uns mal ein bisschen vor. Wir können uns ja dann im, hallo? Versuchen vorzustellen. Oh, Audrey ist schon wieder so fame geworden, oder? Die hat jetzt einen Stern. Die hat einen Stern, deswegen ist es schon wieder schwer, sich vorzustellen. Oh, Mann, Mann, Mann. Immer diese Promis hier. Hat das geklappt? Mögt ihr euch jetzt ein bisschen? Oh ja, sie mögen sich ein bisschen. Anbrüllen. Kompliment über Aussehen machen. Nach Interessen fragen. Anbrüllen. Bewunderung ausdrücken. Wir müssen ein bisschen gucken mal. Ich arbeite da. Oh, das ist cool. Wann musst du da schon aufstehen? Wie viel Uhr? Also relativ früh, okay. Andeuten, dass Audrey überbewertet ist. wir machen mal nochmal das. Wir machen nochmal das. Ja, viel können wir gerade nicht machen. Ich bin C-Promi, oder? C-Promi im Beruf, aber Newcomer in den anderen Dingen. In dem Promi, in dem Get Famous Pack. Wie ist das die Musik ausgegangen? Ha. Hast du eigentlich Kopfhörer, Steffi? Nee, hast du nicht, ne? Hatten wir hier nicht irgendwo einen Laptop? Ich glaube, ich muss mal kurz noch Kopfhörer dann bestellen für den Urlaub. Hey,
Ohrhörer kaufen. Welche nehmen wir denn? Ich nehme mal die weißen. So. Ja, okay. Reicht das schon, um mit Audrey in den Urlaub zu fahren? Urlaub nehmen? Nee? Cool. Fuck. Das ist jetzt irgendwie doof. Wir müssen uns irgendwie noch versuchen, mit Audrey besser anzufreunden, glaube ich. Aber wie gesagt, die ist ja schon wieder Fame und dann kannst du dich ja den Leuten immer nicht vorstellen, ey. Und hallo, Aldison. Aldison. Aldison? Wie geht's? Ich kann keine Namen aussprechen, tut mir leid. Ich habe eine Krankheit, die nennt sich Namen aussprechitis. Deswegen kann ich keine Namen richtig aussprechen. Uldi reicht. Okay, das kann ich mir merken, denke ich. Steffi müsste eigentlich auch schlafen. Und wie gesagt, eigentlich müsste sie arbeiten. Musste früher auch mal zu der Polizei, weil ich einem den Rückspiegel abgeschlagen habe. What? Du hast was getan? Okay. Spielst du mit Mods? Haare, Custom-Content-Haare und Kleidung. Aber ansonsten nicht. Ansonsten eher nicht. Ja, da ist die Aura jetzt einfach schlafen gegangen, ne? Ich glaube, die will nicht in den Urlaub fahren. Ich glaube, die will einfach nicht. Oder wir machen es von Audrey aus, dass wir Audreys Sim spielen gerade und dann zu Steffi gehen, weil Steffi ist ja nicht berühmt. Wieso ist Steffi gelangweilt? Also ist gar nicht. Sie ist okay wegen dem Tiny House. Ich glaube, das geht gefühlt besser, wenn wir Audrey spielen und Audrey Steffi besucht und die dann in den Urlaub fahren. Weil ich glaube, ansonsten dauert das lange. Ich stehe um 5 auf und muss um 6:30 da sein. Okay. Ich bin immer so Leben am Limit mäßig. Ich stehe so um 8:30 auf und um 9 Uhr beginnt so meine Arbeit so ungefähr. So, und ich mache dann meistens noch so gefühlt bis 15 vor, bin ich noch immer halb im Schlummer-Mode. Und dann fahre ich irgendwie 10 Minuten circa zur Arbeit. Ich habe es tatsächlich relativ angenehm, was das angeht. So, ja, dann spielen wir mal Audrey. Weil, wie gesagt, die müsste da, glaube ich, einfacher rankommen. Und im Urlaub kann man dann sowieso beide spielen, soweit ich weiß. Bin halt Fame. Ja, hier. Masa, morgen wieder Phasmo oder wann hast du das geplant? Ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich hätte schon mal wieder Bock drauf, ja. Aber vielleicht kombinieren wir wieder Phasmophobia und Sims oder so. Habe ich gehört. Ist, glaube ich, immer ganz cool, wenn man so... An sich ist es blöd für mich, weil ich dann immer Highlights erstellen muss, damit ich die Videos exportieren kann. Aber ansonsten ist das immer ganz cool, wenn man... Dobby wird älter? Oh, Dobby wird älter. Dobby wächst. Oh mein Gott. Dobby, go, wird größer. Go, wachs, mein Freund. Wenn er groß ist, kann er seinen Schwanz greifen. Lol. Oh, der ist viel süßer geworden gerade. Dobby ist älter geworden. Dobby ist von einem Welpen zu einem erwachsenen Hund herangewachsen. Er kann jetzt schwimmen, Treppen hochgehen, spazieren gehen oder und Tricks lernen. Wenn er nicht kastriert ist, kann er sich mit anderen Hunden paaren. Dobby, ein Hoch auf Dobby. Ja, Dobby, Cool. Oh, der ist viel süßer gerade geworden, gefühlt. Hallo. Oh, wir müssen Dobby in den Urlaub eigentlich mitnehmen. Ach, Steffi ist ja sogar noch da. Steffi muss mal kurz das Badezimmer, glaube ich, benutzen. Oder wo geht sie hin? Ja, Steffi, das Badezimmer ist oben, falls du brauchst. Ich laber dich jetzt aber trotzdem noch voll. Mein Baby. Das Baby ist erwachsen geworden, Audrey. Leute, kennt sich wer aus, warum ich das Prime Gaming Zeichen nicht habe? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hast du es nicht wegen dem VIP-Abzeichen. Vielleicht kann man nicht so viele Zeichen haben. Bin mir selber immer so unsicher. Star imitieren, von neuem Album schwärmen. Erstmal das neue Album hier drauf machen. Kompliment machen. Ja, schon geht das besser, ne? Ja, Dobby. Hä, wieso ist sie auf einmal... Ich glaube, sie mochte das neue Album von dir nicht. Bin mir nicht sicher. Könnt ihr vielleicht auseinandergehen? Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Alter, das war gerade richtig gruselig. Ich glaube, da war jemand kurz besessen. Ich schwör. Ich nehme auf jeden Fall das ganze Musikinstrumentzeug mal mit. Vielleicht nehme ich die Futterschüssel auch lieber mal mit. Mit echtem Mini-Haus angeben.
Sie geht nach oben, okay. Über örtliche Jugendbeschwerden. Die Jugend von heutzutage, sagt sie mit viel, irgendwie keine Ahnung, wie alt ist das Sim? Keiner, der da Ahnung hat. Nee. Aber das mit dem Sub hat ja irgendwie geklappt anscheinend, ne? Du hast auf jeden Fall mit Prime abonniert. Wann hast du zum letzten Mal abonniert, Kalle? Du meintest, du hast vor kurzem auch abonniert gehabt, ne? Ich habe Alex und Kuro. Aber ist, gar, ist schon länger her, oder? Ist doch schon länger her. Huh. Meintest du hättest das erst vor kurzem, oder? Aber, ach ja doch, hier, vor 12 Tagen. Auch im 6. Monat. Weird. Ja, irgendwas ist da schon ein bisschen komisch, Kalle. Oder? Was? Ich weiß aber auch nicht, warum. Oh, da unterhalten sie sich jetzt hier. Sie muss immer noch auf Slow, aber naja. Und müde ist sie auch noch. Schlaf jetzt nicht in Andres Bett, ne? Warte, was? Über was reden wir? Es handelt sich um eine Art persönlichen Notfall. Ich muss dringend nach Hause. Steffi. Steffi hat einen dringenden Notfall. Okay, wir sehen uns gleich, Steffi. Vielleicht lassen wir sie mal noch kurz schlafen dann. Wir sind beide müde, ne? Ja, okay. Ein dringender Notfall. Okay, wir sehen uns gleich, Steffi. Wir sehen uns gleich im Urlaub, habe ich gehört. Wann musst du eigentlich arbeiten? 14 Stunden. Okay, alles gut. So, Promi-Level gesunken. Ach, cool. Ja, dann kannst du jetzt wieder mit Steffi reden, habe ich gehört. Hattest du auch schon Kopfhörer eigentlich? Glaub nicht. Kauf dir auch mal kurz Kopfhörer noch. Ohrhörer. Du bekommst die schwarzen. So. Dann geh mal auf Klo. Hunger hat sie auch noch kurz. Dann nehmen wir uns noch kurz hier Reste und dann gehen wir in den Urlaub. So, ich muss dann mal auch los. Schönen Stream noch. Dankeschön fürs Vorbeischauen, Elena. Wir sehen uns. Alter, der Hund ist so aktiv geworden, gefühlt. Wir nehmen den Hund mal mit in den Urlaub, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall mit. Wer soll denn sonst auf den aufpassen? In der Stadt findet die Geekcon statt. Nee, keine Zeit. Wobei, wir können auch auf die Geekcon gehen, bevor wir in den Urlaub fahren. Wollt ihr auf die Geekcon gehen oder direkt in den Urlaub? Steffi fragt, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Wie Audrey mag. Audrey, möchtest du erst in den Urlaub oder direkt in den Urlaub oder auf die Geekcon? Mir egal. Ja, mir egal gibt's nicht. Das stand nicht zur Auswahl. Ja. Dann direkt in den Urlaub. Okay. Urlaub nehmen. Mit Dobby und Steffi. So. This guy könnt ihr da auch mitnehmen. So. Dann gucken wir doch mal. Er kann ja jetzt Kunststücke. Du kannst ihm Kunststücke beibringen mit der Zeit. Können wir auch im Urlaub machen. Okay, wohin möchtet ihr denn? Möchtet ihr den Wald, ein bisschen wandern, ein bisschen Insekten sammeln und so Zeug? In Granite Falls? Oder möchtet ihr in den Dschungel, wo ich noch nie war und keine Ahnung habe, was passieren wird? Wobei, hier gibt es aber scheinbar auch irgendwie... Was gibt's denn hier noch? Ein Museum gibt's hier, eine Bar gibt's hier. Man kann Sachen erkunden, glaube ich. This guy sorgt mich schon gut genug. Und Kalle-Test erfolgreich, Fragezeichen. Oder wollt ihr Star Wars spielen? Ihr könntet auch zu Star Wars gehen, aber... Ich glaube eins von den beiden... Gehen wir in den Dschungel? Ja, wie gesagt, also Dschungel ist komplett neu. Ich war noch nie im Dschungel.
Was man da so für Urlaub machen kann. Dschungelbungalow. Belomisia Feldstation. 700 pro Tag, 500 pro Tag, 600 pro Tag. Da ist ja nur ein Bett, das ist ein bisschen wenig, ne? Hier sind drei Betten, zwei Betten. Ich würde den Dschungelbungalow nehmen, glaube ich. Acht Betten, holy shit. Was ist das hier eigentlich noch? Das sieht nach einem Park aus. Ich würde sagen, wir nehmen den Dschungelbungalow. Ruhe und Frieden und romantische Aura, oho. Was gibt es sonst noch? Frischluft? Da wären drei Betten, kostet aber mehr. Aber der Bungalow klingt eigentlich cool, auch wenn da romantische Aura ist. Das wird sehr lustig, glaube ich. Okay, wir gehen mal in den Bungalow hier. Mieten für, wie viele Tage wollen wir denn mal bleiben? Ich würde schon sagen zwei Tage, ne? Machen wir mal einen zwei Tage Urlaub. Das geht schon. So. Da ist ja das Guy. Der hat's instant gerochen hier. Bist leider etwas zu spät. Sonst hätten wir dich auch noch in den Urlaub mitgenommen. Ist das jetzt da? Nee. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das überhaupt auftauchen kann. Kann man mehr als drei Symbole überhaupt haben? Soll ich dir mal VIP wegnehmen? Okay. So, das hier ist unser Zuhause für die nächsten zwei Tage. Willkommen im Dschungel, Audrey. Im Rahmen deines Mietpakets wurde praktische Abenteuerausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du den Dschungel von Belomisia erkunden möchtest, solltest du auf dem Marktplatz von Puerto Lamante noch mehr Ausrüstung kaufen. Okay, das ist unsere Bude hier. Boah, sieht schick aus. Und es regnet natürlich. Jedes Mal, wenn man in Urlaub fährt, verdammte Mal, ey. Immer regnet's. Ich hasse das. Immer am Regnen hier. So, wir gucken mal hier rein. Hundi ist ja auch... Hä, wieso ist denn Steffi jetzt nicht dabei? Hä? Wo ist denn Steffi? Steffi? Wir haben doch Steffi mitgenommen, oder? Wo ist Steffi hin? No, Steffi. Die war gerade noch da, ich schwör. Hä? Mit Steffi plaudern. Aber. Achso, die ist oben. Achso, dann kann ich Steffi aber doch nicht steuern, oder was? Ich dachte, ich kann Steffi jetzt steuern, wenn wir hier zusammen im Urlaub sind. Aber offenbar doch nicht, wenn sie nicht zum Haushalt gehört, ne? Oh, das ist ja doof. Das ist jetzt schade. Okay, aber wir sind trotzdem mit Steffi im Urlaub. Die macht halt jetzt dann offenbar ihr eigenes Ding. Ich verstehe. Aber wir sind trotzdem mit Steffi im Urlaub. Ich schicke mal Hundi kurz auf die Jagd. Dann hat Hundi wenigstens schon mal was zu tun. Aber das ist trotzdem doof. Ich dachte, ich kann die Leute dann steuern. Das wäre irgendwie cooler gemacht, wenn man die dann steuern könnte, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. So, wir gucken uns mal um. Boah, Alter. Was ist denn das? Krass. Aber es sieht eigentlich ganz, ganz gemütlich aus. Die Toilette ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh mein Gott, meine Augen bekommen Krebs. Aber ansonsten sieht es doch ganz nett aus. Würde ich sagen. Ich glaube, hier kann man schon mal kurz ein bisschen Urlaub machen, denke ich. Sie hat ihren eigenen Willen. Ja, ich glaube auch. Nein, Masa, du kannst nicht Steffi kontrollieren. Was? Dabei wollte ich das so gerne. Okay, was machen wir dann? Was haben wir hier? Hier können wir was ausgraben. Guck mal, das sieht so fossilienmäßig aus. Bestimmt kann man voll krasse Fossilien hier finden. Allgemein, was ist das hier? Kann ich die fangen? Die kann ich nicht fangen. Hier kann ich auch nochmal was graben. Boah, wie viel das hier zu buddeln gibt. Ist hier auch nochmal ein Weg? Hier haben wir schwarze Bohnen. Ich glaube, es gibt wohl auch nochmal ein paar neue Pflanzen, die man hier finden kann. Okay, cool. Mal gucken, was wir dann mit denen vielleicht sogar noch machen können. Und ansonsten können wir dann auch den Dschungel erkunden, haben wir jetzt gelesen. Und hier geht es zu dem anderen Haus noch. Hier ist noch ein Kochbananenbaum. Das wäre, glaube ich, so ein anderes Haus, was wir auch noch nehmen hätten können. Gewesen. Oh, lol. Hubschrauber. Oh Gott, der fliegt aber tief. Da hätte ich Angst vor. Da würde ich nie mitfliegen wollen. Sage ich euch gleich. Aber alles ist hier voll connected, ne? So richtige Dschungelatmosphäre hier. Archäologiefähigkeit erworben. Okay, wir haben also Fossilien ausgegraben. Stimmt, die kann man ja... Oh, guck mal hier. Weg mit Händen freimachen, Weg mit Machete freimachen.
Da kannst du, glaube ich, den Dschungel erforschen gehen. Hinweise zu Vergiftungsgefahr lesen. Bitte was? Vorbereitungsliste lesen. Vergiftung gibt's hier. Oh Gott. Bitte lass hier keine komischen Taranteln oder so sein. Hilfe. Bitte, bitte nicht. Alles nur das nicht. Ich mach mal Kopfhörer rein, wa? Was hören wir uns denn mal an hier im Dschungel? Habe ich tolle Entdecker-Dschungelmusik? Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Es ist nicht wirklich sommerhaft. Wir haben immer noch Winter theoretisch. Seltsame Klänge klingt doch toll. Aber ich mache mal einfach normal hier Pop rein. So, nimm mir mal kurz das VIP weg. Ach, Kalle. Ich wollte sowieso mal irgendwann wieder hier neue VIP-Rollen vergeben. Kalle, Kalle, Kalle. Kalle hat kein VIP jetzt mehr. So. Jetzt kann's probieren, Kalle. Ne, ist immer noch nicht da, ne? Und Steffi schläft jetzt wahrscheinlich einfach die ganze Zeit, wa? Ah ne, Steffi ist aufgestanden. Ich finde das doof, dass ich Steffi nicht spielen kann. Kann ich sie nicht irgendwie zu Familien hinzufügen? Ich könnte sie kurz hier hinzufügen und dann später wieder in Mellys Haus zurückpacken. Das würde vermutlich gehen. Dann könnten wir wenigstens auch Steffi spielen. So ein Scheiß, ich gebe mich jetzt beschweren. Ich kann das ja mal probieren. Eigentlich sollte das nichts kaputt machen. Oh, Steffi muss zur Arbeit. Steffi, du bist doch im Urlaub. Du musst nicht zur Arbeit. Na, das ist, glaube ich, nur gerade Buggy. Warum hier? Was stand denn da jetzt wegen Vergiftung? Vorsicht, bitte im Falle einer Vergiftung einen Einwohner um Gegenbitte. Also bitte im Falle. Oh, ein Einwohner, okay. Vorbereitungsliste lesen. Die Dinger sind voll leise. Es ist wichtig, sich mit den richtigen Abenteuerausrüstungen auf die vielen im Dschungel lauernden Gefahren vorzubereiten. Sieh dir an, welche hilfreichen Waren die Marktverkäufe anbieten. Das Angebot ändert sich ständig, also schau häufiger vorbei. Welche Marktverkäufer? Und hier kann man graben. Was hast du eigentlich schon ausgegraben? Wir haben schon Fossilien, ne? Fossilstein und nicht authentifiziertes Messer. Okay. Oh, Hundi ist unterwegs. Hallo. Da kommt Steffi und Hundi. Okay, dann lass mal vielleicht einfach da in die Stadt gehen und gucken, ob wir da was kaufen können. Alter, der Typ, ne? Der Typ mit seinem komischen Helikopter, ey. Wir lassen Audrey noch kurz ausgraben. Und dann gehen wir mal kurz in die Stadt. Warum gibt es Steffias Sim? Muss man sich dafür irgendwie wo anmelden? Du kannst unten in den Belohnungen kannst du dich als Sim erstellen lassen. Audrey stinkt irgendwie gerade. Das ist zwar eigentlich ein normales Phänomen, aber. Ach so, nee, die hat nur gepupst. Okay. Never mind. Vergiss, was ich sagen wollte. Weg mit Händen frei machen? Auf keinen Fall. Bei den Ausgrabungen an einer Ausgrabungsstätte hat Audrey Folgendes gefunden: nicht authentifizierter Schädel. Okay. Wir gucken mal gerade kurz, wo man dann jetzt hier Sachen kaufen kann. Marktplatz Puerto La Mante oder so. Komme ich denn da hin? Wahrscheinlich über die Bar, oder? Wir gucken mal. Gibt es keine Gutscheine? Hä? Da muss ich meine wertvollen Hamsterpunkte opfern. Dafür sind sie da, Kalle. Dafür sind sie da. Und by the way, WB Goldener Eisfuchs. Okay, ich glaube, wir sind richtig hier, ne? Die glückliche Stunde für geizige Sims. Es gibt Getränke zum halben Preis. Oh.
Ja, okay, da sind wir dabei. So, hi. Ist hier irgendwo eine. Was ist denn das für ein Lautsprecher? Latin Pop. Habe ich da nicht sogar eigentlich was drin? Happy Hour Getränk bestellen. Was bestellen wir uns denn mal? Irgendeinen coolen Cocktail. Dim and Gusty. Gusty klingt voll ekelhaft. Voll disgusting. Lieblich süßer Avanalino. Der hier sieht gut aus. Nehmen wir den. So, Ordway, was nimmst du? Apropos Punkte, ich habe jetzt 20.000 Punkte. Und du bestellst dir mal ein Lieblingsgetränk, habe ich gehört. Wieso kann nur Steffi was bestellen? Für einen günstigeren Preis. Also irgendwie funktioniert der Lautsprecher hier nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich da was drin habe oder nicht. Und Dankeschön für den Follow, Uldi. Haben wir jetzt unseren Drink schon bekommen? Was ist jetzt mit unserem Drink? Sag mal, tanzt ihr irgendwie anders? Hä? Ich tanze was anderes, ne? Hä? Ich tanze anders. Aber wo sind unsere Drinks, ist die viel wichtigere Frage. Ich habe ein Getränk bestellt, was soll das? Hallo, ich war Erster hier. Ich will jetzt ein Getränk haben. Was soll das? Nicht betränken. Ich will jetzt auch noch ein Getränk haben. Bekomme ich jetzt endlich mal was? Dankeschön, wurde auch langsam Zeit. Voll die unfreundliche Barbedienung hier. Finde ich nicht in Ordnung. Oh, da. Dagobah Sla. Oh. Achso, das war für die. Entschuldigung. Da ist noch ein Mathe-Tee. Salvadoradische Kulturfähigkeit erworben. Okay, weil wir jetzt die Getränke und die Kultur von denen klären. Krass. Können wir dann wirklich auch Salvadoradisch tanzen? Können wir dann auch neue Dinger lernen? Ist das auch ein Salvadoradischer Tanz? Das sieht sehr lächerlich aus, Kumpel. Müssen wir hier. Ich würde ganz schön einen Screenshot machen, aber der Typ im Hintergrund nervt mit seinem Akku hier. Ich glaube, der hat in der Among Us geraged, bin mir nicht sicher. Weißt du, willst du ein schönes Urlaubsfoto machen und dann siehst du den Typen da im Hintergrund? Warum ist da eine Zahl auf meinem Rücken? Weil das eigentlich halt ein Trikot-Dingens, glaube ich, ist, was du da anhast. Deswegen ist da eine 7. Vielleicht hast du auch die 7 Zwerge auf deinem Rücken, ich bin mir nicht sicher. Die hier sieht, by the way, voll schön aus, die Frau. Just saying. Mit der würde ich mich anfreunden, wenn ich ihr wäre. Okay, haben wir schon ausgetrunken? Ja, haben wir. Okay, Wetter ist wieder beschissen, aber ich muss mal gucken, wo dieser komische Marktplatz jetzt ist. Wo kann ich hier, wo ist dieser Schwarzmarkt? Nee, ich meine natürlich, wo ist dieser, nee, wie heißt das andere? Hä? Ich check nicht, wo der Marktplatz ist. Sind wir nicht auf dem Marktplatz schon? Oh, hier drüben. Oh, was gibt's hier denn? Gruselige Puppen, die man kaufen kann. Das ist ja nice. Was kann ich hier noch kaufen? Blitzisolierpulver. Was mache ich damit? Löschschaum. Brandbekämpfung leicht gemacht. Okay. Fertig Grillkäse. Boah, lecker. Traditioneller Erntekorb. Und hier gibt es auch noch Essen. Habt ihr Hunger? Ne, ihr seid eigentlich nur müde, ne? Was kann man da bestellen zu essen? Voll viel. Okay, lass da mal dann morgen hingehen. Archäologietisch kaufen, Forschungszubehör kaufen, nach neuen Waren fragen, Forschungszubehör vielleicht mal kaufen. Und hallo Marius, na?
Dabei bist du doch nicht nur eine 7 von 10, sondern eine 10 von 10. Oh, da zieht sich gerade hier so eine Schleimspur ganz, ganz weit entlang. Oh, die spielen was, oder? Spielen die was? Ne, die hocken einfach nur alle zusammen. Okay. Hoch, Forschungszubehör kaufen. Ich kann eine Akustikgitarre kaufen. Ich kann einen aufklappbaren Archäologiewerkbank holen. Okay, ich kaufe mir das vielleicht dann mal. Was kann ich denn sonst noch kaufen? Haben wir einen Futternapf dabei für den Hundi? Den habe ich eigentlich mitgenommen, hätte ich schwören können. Feuer. Camping-Sachen. Brauchen wir ein Zelt? Ein Zelt, wenn wir im... Wenn wir im Dingens bleiben? Im Urwald vielleicht? Ich dachte, ich kann jetzt hier eine Machete oder so kaufen oder sowas. Hey, ihr seid ja schon wieder an der Bar. Ich verstehe, Leute, ich verstehe. Ich dachte eigentlich, dass wir hier jetzt, hier drüben irgendwas machen. Aber okay, ich verstehe schon. Inventar anzeigen. Hä? Spinnenschutzmittel. Hier gibt's Spinnen. Okay, das muss ich kaufen. Ganz schnell kaufen. Einmal bitte für beide. Maß an mein Geld. Was? Welches Geld? Wir brauchen das. Spinnenschutzmittel ist wichtig. Außerdem, du verdienst voll genug. Notfalls verkaufen wir den Laptop. Wollt ihr denen nicht was kaufen gerade? Wieso kauft ihr das nicht? Ihr braucht Spinnenschutzmittel. Unbedingt. Wenn es hier irgendwo Spinnen gibt, will ich die nicht sehen. Kaufen. Bitte kauft das, ja? Bitte. Tut mir diesen einen Gefallen im Leben und kauft das. Alter, Steffi mega motiviert. Yay, Urlaub. Ich will eigentlich nur schlafen, aber ich bin im Urlaub. Das ist voll anstrengend. Ja, Spinnenschutzmittel gekauft. Okay, jetzt sind wir gewappnet, Leute. Was gibt's hier drüben noch? Blitzisolierpulver. Ich habe keine Ahnung, was Blitzisolierpulver ist. Ach, egal, ich kaufe das auch noch. Und Löschschaum kaufe ich auch mal. So, was ist denn das? Steinlotus. Nee, brauche ich nie. Gruselige Puppe? Nee. Nein, du kaufst jetzt nichts hier. Hör auf. Wir kaufen morgen was. So, okay, dann gehen wir mal kurz wieder nach Hause, habe ich gehört. So, mein Sim denkt auch nur an das Geld, dass das Geldverschwendung ist. Das ist voll keine Geldverschwendung, das sehe ich nicht. Huch, guck mal, du hast dich sogar mit der Frau, die ich nett fand, angefreundet. Wie ist denn das passiert? Notfalls frage einfach Maser, der hat genug Geld. Ich sag nur 36.000 pro Auftritt. Notfalls leihe ich dir was. Du kannst mich um einen Kredit bitten oder so. Wenn es dir wirklich schlecht geht. Ich gebe dir das Geld auch so. So, hi. Wir haben sogar einen Pool hier, guck mal. Schade, dass das Wetter scheiße ist. Okay, dann gehen wir mal schlafen, beziehungsweise noch kurz auf Klo und dann schlafen, ne? Steffi muss viel, viel mehr schlafen. Die kann dann hier oben schlafen. Haben wir hier eigentlich einen Outdoor-Lautsprecher? Wenn nicht, finde ich das sehr schrecklich und wir sollten das ändern eines Tages noch. Oder irgendeine Musikanlage? Hier ist eine Musikanlage. Das mache ich mal an. Inselradio klingt doch auch gut. Vielleicht auch nicht, bin mir nicht sicher. So. Wir gehen mal schlafen. Wir müssen morgen auf jeden Fall mit Hundi mal raus. Huch, das ging aber schnell. Audrey hat an dem freien Tag 270 Simoleons verdient. Cool. Die Blase drückt so langsam wieder, ne? Das ist Steffi. Hier oben haben wir auch ein Badezimmer. Können wir auch kurz mal benutzen. Wir können auch noch kurz ein Bad nehmen. Ein Schaumbad. Schaumbad und dann wieder schlafen. Und Essen, wie gesagt, würde ich gerne morgens dann machen. Hör auf, dir was zu kochen. Ich will morgens essen gehen. Kannst, wenn dann, in der Dusche singen. Dobby hat Hunger. Okay, warte. Wir haben extra seinen Futterschlüssel mitgenommen. Packe ich, hier so hin.
Füttern und zum Essen rufen. Wenigstens ein bisschen Geld. Du kannst ja immer noch mit deiner Straßenmusik oder so kannst auch Geld verdienen, habe ich gehört. Und hallo Vinatrix, by the way. Steffi und Melly sind umgezogen. Was? Nein, 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 nein. Steffi und Audrey sind gerade im Urlaub. Sie machen gerade Urlaub im Dschungel. Was leuchtet denn da eigentlich so? Achso, das ist die Lampe. Lol, ich dachte so, wieso leuchtet dieses Waschbecken so merkwürdig, als würde es abfackeln. Steffi kann dir ja notfalls noch ein bisschen was zurückzahlen. Vom Geld. Wobei, den Urlaub habt ihr euch ja, glaube ich, geteilt. Alter, der Hund will unbedingt was essen, ey. Guck mal den Hund an. Der hat schon richtig Hunger, richtig Kohldampf. Wie meine Rennmaus. Wobei, ich bin gestern ja um 20 Uhr erst die Rennmäuse füttern gegangen und Cole hat schon mit seinem Leben abgeschlossen gehabt. Der ist im Nest gelegen und hat geschlafen. Dachte ich so, ja, wenn du um 19 Uhr oder davor nicht kommst, dann will ich auch nichts mehr essen. Da hab ich jetzt auch keine Zeit mehr für. Da muss ich jetzt schlafen. War schon süß, der Kleine. So, warum sieht das Kappa so hässlich aus? Ich weiß es nicht, warum das so golden ist, aber bei manchen Leuten ist das gefühlt nicht so golden. Bei Marius gerade war es nicht so golden. Bei mir ist es gerade auch. Bei mir ist es jetzt wieder golden. Aber bei euch ist es nicht golden. Das ist voll merkwürdig. Und das ist, weil das Mode Geburtstag hat oder so. Nee, ich spendiere Steffi den Urlaub. Ein bisschen was, wie gesagt, hat sie eh selber gezahlt. So, Hundilein, wir füttern dich. Wir müssen eigentlich fast einen kleinen Snack essen, aber ich würde gerne halt wirklich essen gehen eigentlich. So, Hundi, du darfst kurz was essen. Ansonsten geht's uns halt voll klar, ne? Wisch das mal auf. Danach nochmal die Toilette kurz benutzen. Was macht denn Steffi? Die badet gerade noch. Hat eigentlich aber auch schon fertig gebadet. Es ist 4 Uhr morgens. Damit wir vielleicht noch leicht durchhalten bis zum Mittagessen ungefähr dann, können wir ja einen kleinen Snack dann essen. Aber ich würde wirklich gerne was da essen gehen. Schnelle Mahlzeit essen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Achso, nee, wir haben Rechnungen. 970 Simoleons. Uiuiui. Da geht das Geld aber ganz schnell weg hier. Wobei, wir sind eh nicht zu Hause. Kann uns eh egal sein. Steffi braucht dabei gerade noch nichts essen, würde ich sagen. So, du kannst ein paar Erbsen hier essen. Was können wir denn hier im Haus sonst noch machen? Wir haben einen Pool hier drüben. In dem wir kurz reinhopsen. Ball werfen für Dobby? Warte mal, im Pool? Oder ist das allgemein? Wieso kann ich im Pool Ball werfen für Dobby machen? Ich probiere das dann mal. Oh, gute Nacht. Mich triggert diese Anlage, ne? Okay, sie will das doch nicht machen gerade. Okay, das reicht schon. Mehr nicht essen, sonst kannst du später nichts mehr essen. So. Weck mal Dobby auf. Wir machen jetzt was mit Hundi. Wir gehen jetzt mit Hundi noch raus und üben noch ein bisschen, würde ich sagen. Er kann doch jetzt schwimmen. Können wir hier wirklich Ball werfen für Dobby machen dann? Müssen wir mal ausprobieren. Steffi bekommt so langsam doch mehr Hunger, habe ich den Eindruck. Wobei, schlaf ruhig noch ein bisschen, Steffi, fällt mir gerade auf. Schlaf ruhig noch ein bisschen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Tiererziehung auf 1. Oh nein, da war ein Moskito. Ah, wie cool. Oh, er hatte Angst. Oh nein. Oh nein. Ja, wie bekomme ich den da jetzt rein? Du schaffst das schon eigentlich. Du musst es nur versuchen. Komm, wir versuchen das nochmal, okay? Wir versuchen das gleich nochmal. Also, nochmal. Ball werfen für Dobby. Vielleicht muss ich ihm auch erstmal Apportieren beibringen. Ja. Sie werden so schnell erwachsen. Werfen wir den Ball jetzt nochmal? Dobby. Dobby. Komm her. So. Und. Fangen. Hol. Hol das Ball. Hol den Balli. Ich glaube, ich muss ihn wirklich erst apportieren beibringen, oder?
Oh Mann, da hat jemand Angst, baden zu gehen. Oje, oje, Training, apportieren. Dann üben wir erstmal. Ja, das sieht ihm ähnlich. Oh. Boah, die Soundkulisse hier ist auch krass. Was fliegt denn da hinten lang? Langsam wird es ein bisschen heller. Also, du musst den Ball dann hinterherlaufen, Dobby. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch wenn er ins Wasser fliegt, musst du dann ein bisschen baden gehen, okay? Aber jetzt üben wir es erstmal an Land. Und später kannst du es dann so versuchen. Schön ins Gebüsch reingeworfen, na toll. So, Steffi. Hast du langsam genug ausgeschlafen? Oh, wir haben sogar einen Kamin. Erstmal anzünden. Ist ja eh kalt, ne? Wobei, hier ist es trotzdem warm, ne? Ja, ist trotzdem warm. Voraussichtlich Regen ist heutige Vorhersage. Das ist ein bisschen schade, aber gut, wir sind halt auch im Urwalddschungel, ne? Da hilft es wahrscheinlich nicht. Meine Wellensittiche helfen auch, die Kulisse ein bisschen besser zu machen. Und eigentlich können wir dann so langsam irgendwann da auch frühstücken gehen. Ich würde sagen, Steffi kann vielleicht noch ein bisschen verspielt herumschwimmen dann. Holt er den dann mal? Dobby, du musst den Ball dann nehmen und... Dobby? Wieso ist Dobby traurig? Was hat er denn? Du schaffst das schon mit dem Ball. Du musst dich nur ein bisschen mehr anstrengen. No, Alter, wie deprimiert dieser Hund auf einmal ist. Was hat er denn? Was hat er denn auf einmal? Dobby, Ball holen spielen. Okay. Angespannt, oh nein. Besabberter Ball. Ah. Ach, Dobby. Ach, Dobby. Na toll. Wo liegt denn jetzt der Ball? Da drin, ne? Ja, ich glaube, das wird noch nicht so viel, ne? So schnell. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal was essen, weil die Frau ist schon wieder angespannt hier. Gestresst wegen dem Training, weil der Hund es nicht checkt. Okay. Okay, wir versuchen das ein andermal. Wir versuchen das ein andermal, würde ich sagen. So, und hi Chris, was geht? Die Wellen, die machen hier wirklich Kulisse, habe ich gehört. Hier ist übrigens ein Museum. Da könnten wir mal noch hingehen dann. Die Wellen, die haben halt richtig Bock, ey. Muss mal fragen, was da abgeht. Die machen wieder Party ohne mich, glaube ich. Ich möchte keine kostenlosen Ohrhörer. Ja, ich schon. Die kosten sonst 100 Simoleons. Okay, Steffi, willst du mal kurz noch... Wobei, an sich ist es warm. An sich ist es warm. So. Wo ist die Verkäuferin? Hier. Okay, dann bestellen wir uns mal schön Essen. Aber erstmal handeln. Und die Marktstände sind leer. Wobei der dann nicht. Können wir was klauen? So, hi. Wir wollen es nur ein bisschen günstiger, weil, ne? Haben wir bekommen? Oh, sie hat sie. Steffi bedient sie selber so. Okay. Reduziertes Essen bestellen. Boah, was gibt's denn da alles? Pastellkammer, irgendwas? Pianto Fritos für Vegetarier geeignet? Alter, das ist alles für Vegetarier gefühlt geeignet. Krass. Ist es das hier? Was? Sind das Bananen? Boah, das klingt voll lecker. Die City hier machen Chaos. Ja, ich kann ja mal gucken, was sie so machen. Ich frag sie mal, ne? Hi, na? Wer macht hier Party? Ah, die zwei. Dann gucken sie immer doof. Ja, was guckst du denn so? Wo ist denn die Party jetzt? Keine Party mehr? Schade, ich wollte mitmachen. Naja, wir sehen uns später, ihr zwei. Wollten keine Party mit uns machen. Schade, das ist sehr bedauerlich. Ich hätte gerne mit denen Party gemacht, aber die wollten doch nicht mehr. Haben sich hier jetzt anders überlegt. So. Was? Die Sittiche verhalten sich ihrem Namen und machen eine Welle. Was? Was? Es gibt in Sims 4 zwei Urlaubswelten, dann kann man wirklich in den Urlaub. Gibt für Sims 4 zwei Urlaubs, Erweiterungspacks.
Achso, was? Aber denk an das neue Pack, was rauskommt. Alter, ich freue mich schon so drauf, ne? Alter, das wird so gut. Skiurlaub, let's go. Aber an sich, ja, wir sind wirklich im Urlaub, aber ich habe trotzdem zwei Haushalte zusammengefügt, weil die Steffi ist eigentlich in einem anderen Haus quasi eigentlich. Und ich habe aber Steffi jetzt zu Audrey hinzugefügt. Wir konnten schon mit Steffi in den Urlaub fahren, aber wir konnten sie nicht steuern und das hat mich getriggert. Deswegen haben wir Steffi ganz kurz zu meiner Familie hier hinzugefügt bei Audrey. Ich nehme mal das jetzt. Limbe. Jungle 4? Vor allem, wo hast du das jetzt her, Bimba. Steffi? Das muss da davor schon gestanden sein, oder? Steffi bedient sich einfach von Essen, das irgendwie so, ne? Das kann man mal machen. So. Okay, das ist was anderes offenbar. Wir haben jetzt Fisch-Tacos. Hä? Planto-Fritos. Ja, dann essen wir die mal, wa? Steffi, hast du schon aufgegessen? Die hat aber ganz schön viel hingestellt. Offenbar hat sie noch nicht aufgegessen. Dann essen wir auch noch die Fisch-Tacos. Wir probieren uns mal durch die Speisekarte. Eine Welle machen, gleich Krach machen. Ach, echt? Das kenne ich gar nicht. Ah, da ist schon wieder ein scheiß Moskitos, ne? Hätten wir nur die Kräuterkunde-Fähigkeit schon. Die wollen nicht dabei haben. Das ist immer so. Die machen immer Party ohne mich. Das ist halt wirklich so. Die Willis. Jetzt machen die schon wieder weiter hier. Kennt ihr diese Szene, wo irgendwie SpongeBob so Party macht? Das muss ich mir immer bei meinen Wellensittichen denken, irgendwie. Boah, Alter, die hat so leckere Sachen wahrscheinlich, ne? Kommt so Hunger. Kommt schon wieder so Hunger. Meine Mama hat heute was Neues gekocht gehabt, was relativ gut war, aber ich war danach so voll, ne? So. Was? Gibt's da etwa kein Popcorn? Deswegen haben wir dich nicht mitgenommen, Chris. Ah, schön. Guck mal, Steffi hat die neue Fischspezies Koi bestimmt. Warte, da war ein Koi drin? Boah, die Fliegen sind echt nervig, ne? Die sind voll erstochen geworden, wahrscheinlich. So, okay. Wir sind gestärkt. Wir sind gestärkt für den Tag, habe ich gehört. Was kann man heute hier kaufen? Ketchup? Oh, hier ist eine Machete. Ich will die Machete kaufen. Ah, was gibt's hier drüben? Oh, eine krasse Blume. Guzmania polenis. Nein, der Typ hat's gekauft. Gib das her. Das ist unsere. Wow, der hat einfach die Dinger weggekauft, der Arsch. Flüssigputsch kaufen. Was ist Flüssigputsch? Liefert mehr Energie als jede andere Flüssigkeit. Oh, krass. So eine gruselige Puppe will ich nicht kaufen, glaube ich, oder? Will irgendjemand von euch so eine gruselige Puppe als Andenken haben, die er sich dann in sein Regal im Haus stellen kann? Möchte irgendjemand was kaufen davon noch? Oder eher nicht? Was hast du denn mit der Machete vor? In den Dschungel gehen. War eigentlich schon cool als Andenken. Welche willst du denn haben? Die da? Oder gibt es noch welche? Nee, gibt's nicht. Welche willst du denn haben? Die hier oder die mit dem roten? Audrey and the Bams hat. Guck mal, du verdienst echt voll viel mit deiner Musik hier. Guck mal, 500 Simoleons hat dein Song reingebracht. Du brauchst dich eh nicht übers Geld beschweren, Audrey. Die Rechte. Hey, da ist schon wieder die nette Frau, die wir vorhin getroffen, oder gestern getroffen haben. Wie gesagt, die sieht voll schön aus. Ich mag die. Cool. Dankeschön. So, wo können wir denn jetzt hingehen, dann um ein bisschen erkunden? Ich möchte jetzt den Dschungel erkunden. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Können wir auch von hier aus irgendwo hingehen? Kann man hier auch erkunden? Sieht nicht so ganz aus. So groß hier. Boah, hier. Hier, guck mal, hier sind die Assets, die wir bei dem einen Farmhaus verwendet hatten. Boah, voll krass. Ich wünschte, man könnte alle Häuser hier noch hingehen irgendwie und bebauen und so. Das wäre voll cool. Geht's hier noch lang? Boah, alles so verwirrend. Huch, hier ist was. Guck mal. Kann man ausgraben. Boah, was ist hier oben? Museum. Ach, hier ist das Museum. Ja, ins Museum würde ich auch an sich schon noch gerne gehen, muss ich zugeben. Nein, nicht nach Hause gehen. Das hier kann vielleicht Audrey noch ausgraben, wenn sie irgendwie da hinkommt. Oh, hier gibt es einen Avocado-Baum. Urlaubsende. Du hast noch einen Tag. Ja. Einen Tag haben wir noch. Ist das schon der. Warte mal. Hier kann man auch nochmal graben. Hier kann man auch nochmal graben. Wenn ich hier nochmal was zum Graben finde, darf das Steffi noch machen. Hier drüben. So. Danach würde ich sagen, ja gut, wir können den Urlaub auch nochmal verlängern an sich. Kostet ja nur 500 mehr pro Tag. Ist in Ordnung, würde ich sagen.
Gehen Audrey und Steffi gleich in das Dschungelcamp. Ja, ich würde schon sagen, dass wir die auch mal da reinschicken, oder? Zumindest nicht, bis es das GEMA-Pack gibt. Was für ein GEMA-Pack? Was? War wohl tatsächlich noch vor deiner Zeit. Hab schon länger nicht mehr irgendeinen Menschen gehört. Aber so. Ach so, das eine Welle machen, okay. Ja, das kenne ich tatsächlich nicht. Aber wer so in den 70ern und 80ern aufgewachsen ist, kennt diese Redensart. Okay. Kenne ich leider nicht. Aber bei manchen Sachen. Bei manchen Sachen ist es tatsächlich bei mir oft so, dass ich mich frage, so, hä? Aber ich glaube, es ist normal. Okay, dann suchen wir wirklich hier noch alles ab. Wo habe ich das hier schon gesehen vorhin? Sonst noch irgendwas, was ich hier übersehen habe? Bin mal gespannt, wie es dann im Dschungel selber ist. Museum hätte ich schon auch gerne noch besucht, muss ich zugeben. Also vielleicht verlängern wir da noch einen Tag oder so. Oh, guck mal, Audrey hat schon Archäologie auf 2. So ein kleiner Archäologie-Urlaub ist ja auch ganz nett eigentlich, ne? Kann man ja schon mal machen, hätte ich gesagt. Kann man schon mal machen. Finde ich lustig. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nee, du bist genau genommen kein Star mehr, denn du bist aus dem Rampenlicht verschwunden, weil du offenbar jetzt unbeliebt bist. Guck mal. Du bist kein Star mehr. Tut mir leid, Audrey. Bist nicht mehr, bist nichts Besonderes mehr. Tut mir leid. Sehr bedauernswert, aber so ist das Leben. So, jetzt fängt dieses Synchron-Ding hier wieder an. Oh Gott. Und Steffi hat jetzt auch endlich die Archäologiefähigkeit erworben. Komm mir vor wie im Sandkasten. Ich weiß auch nicht. Du hast gerade bei Steffi geguckt. Was? Bin verwirrt. Ach so, hier. Ach so, ja, okay, aber das macht keinen Unterschied. Bei Audrey hat auch 0. Sie sind beide 0 hier. Sind nicht mehr berühmt. Oder nicht, waren es noch nie oder sind nicht mehr. So, wie viel müsst ihr noch machen? Dauert noch ein bisschen. Allzu viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, Otto ist hier schneller dieses Mal hingekommen. Vielleicht kann man hier auch mal ordentlich die ganzen Mineralien finden, die man sonst irgendwie gefühlt nie finden konnte. Saphir zum Beispiel, ja. Ich hätte hier einfach in den Dschungel gehen sollen, als ich die ganzen Mineralien gebraucht habe. Andererseits Arix in der Wissenschaftskarriere die besorgen zu lassen, war schon ganz gut. Du hast Steffi gezeigt und Audrey angesprochen. What? Die sehen aber auch fast gleich aus. Fehlt nur noch dasselbe Hoodie. So wie bei Janine. Wir sehen uns aber auch. Alter, das ist gruselig. Hör auf. Hör auf, Steffi. Hör auf. Hör auf, dasselbe zu schreiben, was ich denke und sage. Ah, schön. Das ist wieder Steffi. Das hier ist jetzt Audrey. Das hier ist Steffi, oder? Ja. Steffi ist fertig. Audrey noch nicht. Audrey ist auch fertig. Okay, dann gehen wir jetzt woanders hin und dann gehen wir in den Dschungel. Wir hatten einen Dschungeleingang da drüben bei unserem Haus. Da würde ich jetzt mal hingehen, hier. Ist hier auch ein Dschungeleingang? Hier ist irgendwie keiner, ne? Kommt man da dann auch wirklich hoch? Oh Gott, das wird voll gruselig, glaube ich. Ich reise mal hier hin, in den Nationalpark, weil der war irgendwie am nächsten da dran. Wissen Sie? Habe ich gerade überhaupt Steffi mitgenommen? Ich glaube, ich habe noch eine komische andere random Person mitgenommen. Naja, vielleicht kennt die sich ja im Dschungel aus. Oder habe ich gerade Audrey mitgenommen? Wir gucken mal. So. Ja, das hier ist jetzt definitiv Audrey, okay. Ja, jetzt sind wir richtig. Okay, wer hat die Machete gehabt? Weg mit Machete. Oh mein Gott. Und der Hund ist dreckig. Gut, dass wir die mitgenommen haben, weil ansonsten hätten die Bienen jetzt uns angegriffen.
hätte auch gedacht, dass du die gekauft hast, Steffi. Ach nee, ihr habt beide eine jetzt, oder was? Warte mal, wann hat Audrey eine Machete gekauft? Wieso hat Audrey zwei Macheten? Wait a minute. Wann hast du die zwei Macheten gekauft, Audrey? Wieso weiß ich davon nichts? Das beunruhigt mich jetzt etwas. Audrey hat also zwei Macheten gekauft. Ich weiß nicht, warum sie zwei davon braucht. Hör auf zu reden. Geht in den Dschungel. Sozialkontakt ist ja mal voll unnötig. Ich glaube, es ist frei geworden. Huch. Gehst du hier nach? Hindurchreisen. Hallo? Wieso kannst du da nicht hindurchreisen? Oh. Und plötzlich Faultiere. Klar, was auch sonst, ne? Faultiere. Ha, das habe ich ja jetzt, was? Hä? Es raschelt im Karton, nee, in den Bäumen, als sich Audrey ihren Weg durch den Dschungel bahnt. Und sie schaut nach oben, von wo eine ganze Herde Faultiere zurückstarrt. Die Faultiere sehen Audrey misstrauisch an. Genauso wie meine Wellen seht ihr mich manchmal. Soll sie einen Bogen um die Faultiere machen oder zwischen ihnen hindurchgehen? Einen anderen Weg nehmen oder mit den Faultieren gehen? Mit den Faultieren gehen? Höhere Charisma-Fähigkeit führt zu besseren Ergebnissen. Oder Blume Guzmania Poliensis anbieten. Mit den Faultieren gehen, okay. Faultierbegegnung. Audrey versucht, die kleinen Kreaturen nicht zu erschrecken, was ihr jedoch völlig misslingt. Die Faultiere fürchten sich und schwingen von Ast zu Ast immer tiefer in den Dschungel hinein. Audrey ist so deprimiert über ihren Misserfolg, dass sie gar nicht bemerkt, wie sie inmitten einer Fledermaus-Schwarms marschiert. Audrey hat's wieder hier, ja. Huch. Ich würde sagen, wir schicken jetzt lieber Steffi mal kurz rein. Oh, hindurchreisen mit. Ah, guck mal, jetzt geht's doch mit den Leuten. Wir versuchen das mal nochmal, ne? Wieso bist du eigentlich traurig? Wegen Boshaftigkeit? Wer war denn arschig zu dir? Wollt ihr nicht zusammen rangehen? Habt ihr aber schnell gemacht hier. Wo ist der Hund? Achso, ihr wartet auf den Hund, oder was? Hä? Oh, jetzt ist der Hund reingegangen. Hä? Oh lol. Hä? Avocado-Baum ansehen. Alles ernten. Huh? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und wieso geht's dir nicht so gut? Ach, wegen den Fledermausen. Plasma-Fledermausangriff. Oh. Okay, die kann ich nicht mitnehmen. So, Hunde ist auch schön brav am Entdecken. Ich glaube, der hat den Tag seines Lebens, ey. Okay. Will ich da drüber gehen? Bin mir nicht sicher. Zusammen hier hingehen. Ausgraben. Alter. Boah. What? Oh mein Gott. Ja, habt Spaß, Leute. Bitte nicht runtergucken, ne? Oh mein Gott. Ich würde da nicht rübergehen können. Ich weiß nicht, warum die Frau da mitkommt. Die habe ich aus Versehen eingeladen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht werden wir die irgendwie wieder los. Vielleicht stürzt sie die Brücke runter. Kommt halt wirklich jetzt mit, ne? Aber Fledermäuse bin ich doch gewohnt. Ja, stimmt, die hängen immer vor deiner Tür ab, habe ich gehört, ne? Die Fledermäuse. Die verführt dann wieder, wenn ein böses Tier kommt. Die hat die Bienen ja vorhin auch abgefangen. Die ist, glaube ich, die nehmen wir mit. Wir haben eine Avocado. Boah, voll geil, ey. Avocados sind richtig nice. Okay, hier kann man dann hochgehen. Ernsthaft. Ernsthaft, Dobby. Ernsthaft. Wir müssen so langsam auch mal aufs Klo, wa? Wieso seid ihr beide sehr kokett? Liebesquelle. Weil in der Nähe eines malerischen Wasserfalls ist. Boah, können wir hier oben irgendwie Selfie machen? Boah, ich will hier oben ein Foto machen. Boah, Urlaubsfoto machen, Leute. Hier hingehen möchte ich dann. Aber kurz nochmal den Busch bestäuben. Ih, oh Gott, da war eine Schlange. Aber solange hier eine Spinne da ist, ist alles gut. Bisher habe ich noch keine Spinne gesehen. Ich bin noch nicht beunruhigt genug.
So. Macht sie gerade ein Schlaflied? Bitte lass es gut funktionieren. Falsche Richtung. Scheiße. Oh Mann, da ist aber kein Wasserfall drauf. Könnt ihr euch richtig rumdrehen? Okay, warte. Wenn jetzt sie fragt, dann machen sie es dann in der richtigen Richtung. Müssen wir mal kurz gucken. Ja, jetzt machen sie es richtig. Okay. Ah, man sieht den Wasserfall trotzdem kaum. Oh. Uff. Wir müssen uns nochmal irgendwie leicht anders hinstellen, glaube ich. Okay, warte. Hier hingehen. Hier hingehen. Dann muss Audrey, glaube ich, nochmal fragen. Ich will ein Bild vom Wasserfall im Hintergrund. Wir können gerade nicht noch eine bessere Kamera bestellen, oder? Weil es gibt ja eigentlich bessere Kameras. Geschenke kaufen. Okay, warte. Foto machen mit. Mal gucken, ob wir es damit besser hinbekommen. Vielleicht bekommen wir damit ein besseres Bild hin. Ja, viel besser. Ja, viel besser. Groß. Großes Bild. Man sieht den Wasserfall jetzt im Hintergrund wenigstens. So ein bisschen. Cool. Nice. Bessere Kamera bringt's, habe ich gehört. Gott sei Dank. So, cool. Boah, ich leck gerade, weil ich Fotos gemacht habe. Igitt Dobby wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Eichhörnchenbisse könnten Krankheiten verursachen. Ich wusste es, Alter. Dieser dumme Hund, ne? Boah, ruckel die Ruckuck. Ah, jetzt hat sie es wieder gefangen. Och, Dobby. Oh, der ist wirklich krank. Ach, Dobby. Aber guck mal, hier ist ein Tiergeschenk. Steffi sieht nicht gerade glücklich aus. Vielleicht hat sie Höhenangst. Hey, wo geht Steffi hin? Oh, Steffi muss auf Klo. Wartet in Schlange. Was? Musst du auch auf Klo, Audrey? Oh, Audrey muss auch so langsam auf Klo. Wo ist denn hier das Klo? Ich sehe hier kein Klo. Wo ist denn ein Klo? Hä? Toilette benutzen. Ach so, hier ist das Klo. Warte mal, wo sind wir hier? Hä, das ist ja wieder woanders. Hä? Oder? Oh nein, 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 nein. Was? Wo? Spiel drauf! Tritt drauf! Ganz oft! Boah, gut, dass ich das Spinnenspray mitgenommen habe. Okay, ich weiß, welcher Sim niemals in den Dschungel gehen wird. Gut, dass wir das scheiß Spinnenspray haben. Klar, was auch sonst. Okay, Audrey. Bahn dir mal den Weg weiter vor. Hat Steffi sich jetzt erleichtert? Ja. Warte mal, wir hatten doch den Busch hier. Wir hätten auch einen Busch machen können. Naja. Wird schon langsam spät, ne? Töte es! Töte es mit Feuer, ja! Wo ist denn Dobby jetzt eigentlich? Wie gesagt, er müsste jetzt eigentlich dann zum Tierarzt. Ich glaube, wir müssen dann unseren Urlaub doch eher beenden. Ah. Okay, du musst by the way auch mal kurz auf Klo, ne? Ganz kurz. Mhm.
Ist frei? Ist frei, sehr gut. Wo ist sie hingegangen? Hindurchreisen. Okay. Das Kapibara und die Bienen. Auf dem Weg durch den Dschungel kommt Audrey an einem Wasserloch vorbei, wo sie eine Gruppe Kapibaras erblickt. Sie bemerkt, dass sich ein großer Bienenschwarm einem der Tiere nähert. Das Kapibara scheint nichts von der herannahenden Gefahr zu bemerken. Was soll Audrey tun? Abwarten oder die Bienen verjagen? Hohe Fitnessfähigkeit führt zu besseren Ergebnissen. Abwarten oder die Bienen verjagen? Was willst du tun, Audrey? Wieso schicken wir eigentlich immer Audrey vor? Abwarten. Audrey möchte die netten Tiere nicht erschrecken und das entscheidet daher abzuwarten, was geschieht. Das Kapibara nähert sich dem großen Bienenschwarm, scheint sich aber an dem Gesumme nicht groß zu stören. Zu ihrem Schreck kommt der Bienenschwarm plötzlich direkt zu Audrey und greift sie an. Aua. Das hört sich ungesund an. Das hört sich alles sehr, sehr ungesund an. Audrey, geht's dir gut? Stechender Schmerz. Weil im Dschungel Bienen begegnet ist. Normale Bienenstiche tun weh. Stiche von Dschungelbienen Bienen sind jedoch aller Vorstellung. Was sind jedoch? Jenseits aller Vorstellungskraft. Aua. Alter, wie riesig ist dieser Dschungel hier, den man hier entdecken kann? Aber wie gesagt, ich würde Audrey zuliebe dann, oder dem Hundi dann zuliebe, würde ich dann wirklich nach Hause gehen, damit wir den mal behaupten. Wobei, können wir den auch hier irgendwo behandeln lassen vielleicht? Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir auch kurz nach Hause reisen. Aber wie gesagt, der Urlaub dürfte eh nicht mehr übertrieben lange gehen. Oh, hier kann man Sachen ausbuddeln. Boah, hier gibt es so viele Wege. Und alle Wege führen nach Rom oder sowas. Wir könnten hier frei machen. Man kann hier noch frei machen. Nee, oder doch nicht. Dieser Weg ist gesperrt und kann auf dieser Reise nicht geöffnet werden. Vielleicht öffnet sich ja im nächsten Urlaub. Okay. Interessant. Mal gucken, ob Steffi noch was Interessantes findet hier. Wollte nicht gestochen werden. Hättest du mal verjagt, ja. Dann wärst du erst direkt gestochen worden. Nächstes Mal sollten wir irgendwie Fitnessfähigkeit und Grades mal leveln, bevor wir wieder in den Dschungel gehen, habe ich gehört. Oh Gott, ich habe gerade einen Wolf gehört. Wenn wir gleich auf den Wolf treten, wissen wir Bescheid. Steffi könnte ja auch noch einen anderen Weg versuchen, frei zu machen, ne? Hier den hier vielleicht. So, Audrey hat das hier frei gemacht. Audrey reist hindurch. Boah, voll das krasse Dschungelabenteuer, ey. Voll cool. Jaguar am See. Es wird irgendwie immer schlimmer, Audrey. Als Audrey so durch den Urwald wandert, erblickt sie einen Jaguar, der etwas aufzulauern scheint. Soll sie wegschleichen oder den Jaguar bei der Jagd beobachten? Hohe Angelfähigkeit für... Was hat denn das mit der Angelfähigkeit zu tun? Willst du den Jaguar eine Angel auf den Kopf schmeißen, oder? Ich hoffe, sie überlebt den Urlaub. Boah, das wäre übel, wenn nicht. Wegschleichen oder den Jaguar beobachten? Ich will nicht mehr... Wähle weise, Audrey. Kannst du gut angeln? Ich weiß ja nicht. Ich bin für Wegschleichen. Beobachten. Okay. Audrey nähert sich dem Jaguar und stellt fest, dass dieser ein paar Fische im See beobachtet. Der Jaguar steckt seine Pfote ins Wasser und fängt mit Leichtigkeit einen seltenen Fisch. Gerade als er seinen Fang verspeisen möchte, wird er von einem Schwarm Fledermäuse angegriffen und flieht in den Dschungel. Der Fisch ist unversehrt und Audrey nimmt ihn. Audrey hat mal was richtig gemacht. Cool.
zu den omiskanischen königlichen Bädern reisen. Was? Der nächste Halt auf dem Weg scheint eine ein Naturteich zu sein. Vielleicht handelt es sich sogar um die königlichen Bäder. Möchtest du dorthin reisen? Ja. Mit beiden. Ja, nimm die beide mit. Warte, wer hat den jetzt freigeschalten? Audrey oder? Ne, Audrey hat es freigeschalten. Katze. Große Katze, habe ich gehört. Die Angst vor Fledermäusen hat. Weißt du Bescheid? Ich muss zugeben, das mit dem Dschungel ist voll cool. Oh, lol. Ich will hier nochmal ein Foto aufnehmen, glaube ich. Lass mal hier bei dem Bogen noch ein Foto machen. Oh, ihr seid aber so langsam schon müde, ne? Ja, ich weiß, dass ihr gerne baden gehen möchtet. Oh, Hunger ist auch wieder am Start. Wir können ja Bademoden-Outfit machen. Ich glaube, Steffi muss die Kamera jetzt haben, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Wir versuchen es mal. Nein, nicht weggehen, Audrey. Komm sofort zurück. Er steht nicht mittig. Da triggert mal. Oh, der Hund da im Hintergrund, ey. Ja, ist aber auch in Ordnung. So. Shiloh Amoeba? Jetzt leckt's wieder kurz. Oh, nochmal. Hä? Was ist denn das jetzt? Hä? Was soll das denn jetzt darstellen, wenn ich fragen soll, wenn ich fragen darf? Hä? Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Könnt ihr mir das mal erklären, was das Bild jetzt sollte? Ha. Okay. Cool. Wir können hier schwimmen gehen. Zusammen nackt baden. Ja, das sind die Erlebnisse, die man immer so machen will. Gutes Foto. Was kann man denn hier noch machen? Wir haben einen Teich gefunden, einen merkwürdigen, mysteriösen. Aber hier geht's auch nochmal weiter. Aber der Weg ist auch noch nicht offen. Hier haben wir noch Bananen, die wir dann ernten können. Boah, voll chillig, ey. Das ist halt schon nice. Da hinten auch so ein Wasserfall. Oh ja, das würde ich hier auch machen, glaube ich. Wobei, in dem Teich wären bestimmt Seeegel oder so. Vielleicht würde ich das lieber doch nicht machen. Aber in Sims kann man das machen. Boah, wie cool. Ah, ist schon nice. Ist schon nice. Macht Spaß hier im Dschungel. Wird fast den Urlaub verlängern. Oh, guck mal, was wir auch alles haben. Wir haben ein Liebesrauschbären. Oh, haben wir die denn alle her? Hä? Kann mich nicht erinnern, die geholt zu haben. Oh, hier drüben können wir noch graben. Hier drüben können wir noch ausgraben. So, Audrey verdient an ihrem freien Tag auch noch mehr Geld. Wie viele Urlaubstage hatten wir denn eigentlich noch? So langsam hätten wir Hunger. Ich würde vielleicht nochmal kurz dann in die Stadt gehen, dann nochmal was essen und dann wird der Urlaub demnächst wahrscheinlich eh vorbei sein, schätze ich mal. Vielleicht noch eine Nacht dann schlafen im Hotel. Ich will auf jeden Fall auch solche, ich will auf jeden Fall noch Häuser für die Urlaubswelten selber bauen. Damit wir dir auch, selbst im Urlaub sollten wir ein bisschen eigenen Touch reinbringen, finde ich. Aber ich will dann schon versuchen, irgendwie mal so Urlaubsstilmäßig zu bauen, weil es soll natürlich dann schon hier dazu passen. Und holy moly. Alter. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie sehr weit nach oben hier gekommen gerade. Guck mal, sind wir nicht hier drüben? Ist hier nicht irgendwo ein Haus? Nee. Hier drüben ist so ein Haus. Wir sind aber da oben irgendwo. Guck mal. Boah, voll krass. Guck mal, hier kannst du sogar rund laufen, glaube ich. Okay, das ist echt heftig. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal dann nach Hause. Na, wenn Steffi hier die Sachen ausgegraben hat.
Dann können wir es vielleicht auch noch hier im, mit dem Archäologietisch analysieren, kurz zu Hause, ne? Wir gucken mal. So, ab nach Hause erstmal. Dobby muss auch mitkommen, bitte. Naja, und wegen Dobby müssen wir dann gucken mit Tierarzt, ne? Das können wir ja so nicht lassen. So, hallo. Wir sind wieder da. Ah, schön war's. Schon mal. Wir haben echt viel gefunden, glaube ich. Oh, was hast denn du für einen Fisch eigentlich? Schwarzer Paku. Hast du irgendwo... Steffi hatte ein Aquarium. Aber vielleicht können wir das auch bei Audrey... Audrey hat es nämlich gefunden, ne? Ja, Audrey hat sich den Fisch ergattert. Ich packe bei Audrey irgendwo noch ein Aquarium hin. Oder so ein kleines Aquarium geht vielleicht auch. Müssen wir da mal gucken. Müssen wir da mal gucken. So, Hunger. Schnelle Mahlzeit. Was haben wir denn? Oh, sie kocht sich, glaube ich, was. Dann koch mal was Schönes. Und wir haben voll krasse Sachen gefunden. Und Hundekacke im Inventar. Oh, guck mal. Oh, voll schön. Wir müssen da mal teilen noch hier. Warte mal. Oh, da ist eins verwackelt. Das verwackelte schicke ich schon mal weg hier. Oh, ernsthaft? Steffi hat ja auch Fotos gemacht. Oh, wieso sind die verwackelt? Nein! Nein, wieso sind die alle so scheiße? Okay, das sind die Hundi-Fotos. Kacke. Wieso sind die alle verwackelt? Oh nein! Oh nein! Steffi, warum zitterst du so sehr? Warst du so nervös? Ja, hier hat man doch... Ach, hier sind auch noch... Guck mal. Ja, hier sind noch kleinere dabei. Das... Okay, eins von den Badedingern ist sogar was geworden, glaube ich. Da ist auch nur eins. Okay, bei den Bademondingen sind sie wenigstens was geworden anscheinend. Haben wir dann alle hier abgelegt gerade? Alter. Steffi geht voll ab, ey. Der gefällt es, glaube ich, ganz gut. Dann teilen wir mal auf. So, die hier sind aber natürlich Steffis. Das ist klar, das sind ja die Tierfotos. So. Außer Audrey will auch ein paar Tierfotos von Dingens haben. So, mit Hundi haben wir noch gar kein Foto gemacht. Hätten wir auch noch machen können, aber naja. So, dann haben wir auch noch mal Katzenfotos. So, also das haben beide. Das bekommt einmal hier, das ist einmal Audrey. Dann haben wir das hier nochmal im Hochformat und nochmal in klein. Und das haben wir einmal Hochformat und einmal so. Kitsune, dankeschön. Vielen lieben Dank, Kitsune. Herzchen geht zurück. Oder hier, Regenbogenflagge geht zurück, habe ich gehört. Dankeschön. Da mache ich glatt mal hier einen süßen Hamster hier rein. Dankeschön, Kitsune. Okay, wer will was haben? Ich würde sagen, Audrey hat ja nicht so viel Platz. Sie bekommt hier mal noch das kleinere Bild. Das hier bekommt noch Steffi. Ja, und hier ist eigentlich relativ egal. Das hier bekommt auch mal noch Steffi und das hier bekommt auch noch Audrey. Ja. So. Die Flauschis, ja. Und Chili. Strom wurde abgesetzt, weil wir die Dinge immer noch nicht gezahlt haben. Okay, cool. Ja, so müde bist du ja doch eigentlich gar nicht. Eigentlich hast du doch sogar noch Hunger, oder, Steffi? Schnelle Mahlzeit essen, Apfelmus. Wir hätten sogar Popcorn essen können hier. Wir hätten hier im Kühlschrank, gibt es ja dieses außerirdische Popcorn. Wie lange geht's heute noch? Ah, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht so bis 0 Uhr ungefähr. Okay, Audrey hat auch schon wieder ausgeschlafen. Was ist denn los mit euch? Ich dachte, ihr hättet was gegessen sogar zwischenzeitig.
Zerealien. Ist ja 5 Uhr morgens, da kann man schon mal. Wo habt ihr euch jetzt hingerockt? Oh, hier drauf. Oh Gott. Der arme Hund. Das Eichhörnchen, ey. Oh Mann. Keine Sorge, bald ist der Urlaub vorbei, mein Süßer. Oh Mann. Oh, der arme Hund, ey. Der Hund findet den Urlaub bestimmt voll schlimm. Der Hund findet den Urlaub bestimmt voll doof. Och Mann. Da tut mir so leid. Warte mal, ist das Steffi hier draußen? Wieso ging dann die Kamera gerade? Achso, sie hockt da drin, ich verstehe. Ja, sorry, hier ist besetzt, da sitzt ein Hund. Oh Mann. So lange kann ich nicht mehr, muss morgen in die Schule. Achso, ja, dann, aber Urlaub ist eh bald vorbei, oder? Da müssen wir mal gucken. Bin neugierig, ob mein Kind, mein Baby ein Vampir ist oder nicht. Ja, vielleicht haben wir noch ganz kurz Zeit, aber bis der erwachsen wird, das dauert ja, glaube ich. Wobei bei den Kindern, weiß ich gar nicht. Wie lange brauchen die Kinder, bis sie erwachsen werden? War das gerade bayerisch? Habe ich gerade bayerisch geredet? Kann schon sein. Bin mir nicht sicher. Was habe ich denn gesagt? Du musst aber trotzdem noch mit deinem Hund zum Tierarzt, ne? Ich wollte so gesagt haben, Audrey. Ich weiß nicht, wie lange der Urlaub noch geht. Müsste eigentlich bald vorbei sein, denke ich mal. Hygiene. Erfrischende Dusche nehmen. Ich würde sagen, du gönnst dir noch ganz, ganz kurz ein Bad. Wir baden mal Dobby. Das tun wir jetzt. Dobby muss gebadet werden, habe ich gehört. Das würde ich jetzt erstmal machen. Oh, hier ist irgendwie immer was im Weg. Jetzt hier diese fette Türrahmen. So, Dobby. Ab geht's ins Bad. Hopp, hopp. Alter, der Hund. Es tut mir so leid. Das Eichhörnchen war zu stark für dich. Ich weiß. Es tut mir leid, Dobby. Kann man irgendwie Medizin für den Hund irgendwie nicht in der Tierklinik auch kaufen oder so? Damit wir den ab und zu, wenn ihm sowas passiert, auch so heilen könnten, ohne ihn groß irgendwie zum Tierarzt schleppen zu müssen. Das wäre echt gut. Du wolltest irgendwas von in der Zwischenzeit sagen und hast dann was Komisches gesagt, dachte ich. In der Zwischenzeit habe ich schon wieder vergessen, keine Ahnung mehr. Das sieht ja cool aus. Das Waschbecken ist mir noch nie aufgefallen. Guck mal, das sieht voll krass aus. Ich habe das noch nie im Leben gesehen gefühlt. So, Dobby, ich weiß, dir geht's nicht so gut, aber wir machen dich zumindest jetzt sauber, okay? Damit du nicht mehr das Eichhörnchenblut an dir hast wahrscheinlich, ne? Okay. Und das Eichhörnchen Sabba war wahrscheinlich tollwütig. Da liegt noch Essen rum. Das hier kann auch weg. So. Bald wird Dobby wieder... Ah, guck mal, sieht doch schon viel sauberer aus. Ist nicht mehr ganz so schlimm jetzt. Oh Mann, tut mir doch leid. Trotzdem. Ich glaube, ich weiß gar nicht, können wir trotzdem jetzt hier aus der Urlaubswelt raus? Urlaubsende nur noch 4 Stunden. Könnten wir trotzdem in eine andere Stadt kurz gehen und den Hund irgendwie versorgen oder so? Nee, dürfen wir nicht. Schade, dass hier keine Tierarztklinik ist, wa? Aber ich glaube, hier kann man auch keine eröffnen, oder? Kann man hier Geschäfte eröffnen in der Urlaubswelt und sowas? Das wäre voll cool. Ich würde ein Restaurant bauen. Noch eins. Wir haben ja noch nicht genug. Aber ein Restaurant mit der Kultur hier wäre halt voll geil. Steffi feiert immer noch die Musikanlage. Ja, wenn wir schon mal da sind, auch wenn das Wetter kacke ist, wir können ja trotzdem noch ein paar energiegeladene Runden schwimmen. Für die Fitnessfähigkeit nicht schlecht, wenn wir dann später mal wieder in den Dschungel gehen hier. Und Audrey darf, glaube ich, auch mal ganz, ganz kurz hier erfrischende Dusche nochmal nehmen. Und dann vielleicht auch nochmal kurz ein paar Runden schwimmen hier. Wir könnten nochmal den Ball werfen für den Dobby, aber ich glaube, ich will ihm gerade nichts antun hier. Der arme Hund. Der arme Hund hat den schlimmsten Urlaub seines Lebens gefühlt. Das erinnert mich an meinen Kurzurlaub, wo mir abends so übertrieben schlecht war, ey. Ich glaube, ich habe mich auch einfach überfressen gehabt an diesem komischen Buffet. Und das Buffet war aber trotzdem nicht unbedingt gut, muss ich leider sagen. Also, das war nicht so geil. Es gab sehr viel und ich habe dann auch irgendwie alles Mögliche gegessen. Aber das war dann auch irgendwie too much. Dann war mir so schlecht und ich hatte so Kopfschmerzen auch. Und das Internet war auch so kacke da. Und ich wollte eigentlich den Stream gucken und es war einfach, boah. Also da war ich richtig fertig. Aber ansonsten war es ganz schön. Da hatten wir so eine Schlössertour gemacht gehabt. So, boah, ich weiß gar nicht, was war das erste? Linderhof war das erste. Und dann hier Schloss Neuschwanstein mal angeguckt.
Und ich hätte echt gerne von dieser einen Brücke runtergeguckt, aber ich hatte keinen Bock, mich da gefühlt eine Stunde oder so anzustellen. Da war mir die Zeit dann doch zu schade. Da sind wir dann lieber ins Restaurant noch wo gegangen und haben richtig lecker gegessen. Da gab es dann so Spätzle mit so Champignonsauce, so. Voll geil, ey. Also das war es mehr wert, als die komische Brücke anzugucken. Muss ich zugeben. Sie schwimmt wie ein Frosch. Die schwimmt wirklich ein bisschen komisch, ne? Irgendwie so... so hochgerichtet, ne? Normalerweise schwimmt man doch so gefühlt, als würde man sich halb den Hals verrenken. Spätzle sind Beste, ja. Ich vermisse es auch. Meine Tante damals konnte das auch voll gut, als wir die da immer besucht hatten. Die hatten da auch so ein eigenes Restaurant irgendwie mal. Haben sie irgendwie dann nicht mehr gehabt irgendwie. Aber die konnte halt auch immer relativ gut kochen. Aber das letzte Mal, wo wir sie besucht hatten, da hatten die das dann nur immer so aufgewärmt. Und ich mag Sachen nicht, wenn die aufgewärmt wurden. Ich merke das. Das ist dann immer nicht so geil. So, guck mal. Hier, die Fähigkeit ist doch auch fast wieder oben. Wie gesagt, ich würde dem Hundi kaum noch was... Kann ich den hier wieder mitnehmen eigentlich? Wieso darf ich den jetzt nicht mehr mitnehmen dann? Ich muss mal Hundi, glaube ich, füttern. Ach, jetzt kann ich wieder mitnehmen. Okay, ich nehme den mal mit. Ich gebe ihm aber so ein Leckerli, ne? Wo ist denn hier Leckerli? Auf A? Hier Leckerli. So, wir machen noch hier alles sauber, bevor wir die Bude verlassen. So gehört sich das. Wir haben die ja selber gemietet. Hier gibt es ja keine Putzkraft, die hier mal eben vorbeikommt. Machen wir alles selber sauber. Steffi ist da sehr, sehr gut hinter, dass da alles sauber wird hier noch. Hier haben wir auch noch eine Pfütze vom Hundilein. Ich glaube, der hat überall hingekotzt. Oh Mann, der Arme. Ich mag auch Spätzle. Boah, Spätzle sind voll geil. Meine Mom kann das auch gut. Klöße. Bei uns heißt das, glaube ich, Knödel, oder? Knödel, Klöße ist, glaube ich, dasselbe, oder? Knödel sind auch gut. Die macht meine Oma immer. Gab es früher auch immer so Fleisch dazu. Inzwischen nicht mehr. Sie macht auch inzwischen, hat sie auch inzwischen extra gelernt, extra die Soße quasi, die Bratensoße sozusagen für die Knödel, macht sie jetzt quasi extra ohne das Fleisch für mich. Das ist sehr lieb von meiner Oma. Ja, bei uns heißt das auch Knödel. Ja. Bleib dann lieber bei meinen normalen Nudeln. So, Steffi hat soeben mit Dobby Freundschaft geschlossen. Oh, süß. So, wir kochen uns offenbar nochmal ein bisschen was, aber so langsam kann der Urlaub meinetwegen auch vorbeigehen, würde ich sagen. Audrey möchte ja auch dann schlafen gehen. Neuschwanstein ist überwältigend und wirklich toll, aber Linderhof ist ein Geheimtipp. Zwar auch bekannt, aber nicht so überlaufen. Vor allem wegen Corona war es weniger überlaufen. Normalerweise bist du da anscheinend durch diese Zimmer mit irgendwie 30 Leuten oder so gegangen. Und wir waren dann irgendwie nur so, wie viele waren wir denn? 8, 10? 8 oder 10 oder so. Das war halt schon, ich konnte mir nicht vorstellen, wie du da mit 30 Leuten dann in diesen kleinen Zimmern durchlaufen würdest. Konnte ich mir voll nicht vorstellen. Also war schon ganz gut. Nachteil war, dass wir bei Schloss Neuschwanstein nicht rein durften. Was aber auch irgendwie unfair war, weil es irgendwie für unsere Gruppe nicht ging irgendwie. Einzelpersonen aber konnten sich extra irgendwie Tickets kaufen und schon reingehen irgendwie. Also es war ganz komisch, merkwürdig. Die waren ein bisschen asozial, muss man sagen. Also irgendwie manche durften schon und manche wieder nicht. Das war ein bisschen arschig von denen, glaube ich. Also, aber war trotzdem schön, war trotzdem schön. So ein kleiner Wochenendurlaub kann man mal machen. War ganz nett. So, wer hat Hunger? Eier und Toast essen. Knödel und Klöße sind dasselbe. Ja, Klöße sage ich halt überhaupt nicht. Aber ja, ist wieder so ein regionales Ding, ne? Meine Oma sagt zu Knödeln auch immer Klöße oder Knötschles. Habe ich noch nicht gehört. Okay, Urlaub ist vorbei. Abbrechen und beenden. Tschüss. Schön war's. War wirklich schön, der Urlaub. Hat Spaß gemacht. Im Dschungel da. War cool. So, jetzt müssen wir dann Steffi wieder zu Melly moven, ne? Sonst wird's, glaube ich, eng hier im Tiny House von Audrey. So. Boah, Alter. Meint ihr nicht, dass es ein bisschen kalt ist? Ihr solltet euch mal kurz hier umziehen. Outfit ändern.
Ja, also im Gegensatz zum Dschungel ist hier schon ein bisschen kälter, wa? So ein bisschen, ganz kleines bisschen, ey. Und der Hund hat, glaube ich, gefühlt schon wieder hingekotzt, oder? Nee, geht gerade. Oh, jetzt hat er hingepinkelt. Dann lasse ich Steffi mal kurz wieder umziehen, wie gesagt. Einen anderen Haushalt wählen. Wo sind wir hier gerade? In, wie heißt das nochmal? Da, wo Chris wohnt. Ja, aber wie heißt denn das? Wieso sehe ich denn das hier nicht? Forgotten Hollow, Aces Springs, Windenburg. Wo ist denn hier Melly dann? Willow Creek sind wir, genau. Willow Creek. Hier. Okay. Die Höhlenwächter. Was? Donau, Firewinter, Greenlight, Kuhlmann, Peters, Schäfer, Steffi Nook. Das heißt immer noch Steffi Nook, obwohl Steffi Nook nicht mehr da ist. Lol. Ich glaube, ich muss das mal umbenennen noch, ne? Ein bisschen. So, Geld hast du jetzt aber nichts überwiesen, ne? Ich gebe hier 100 für. Ich gebe mal 100 darüber für die anderen Nebenkosten noch, die wir noch hatten. So kleinere. So. Ich muss die Rechnung noch bezahlen. Ja, kommt noch. Stimmt, du hast keinen Strom dabei, ne? Ich freue mich auf morgen, wenn morgen mein Hoodie kommt, ey. Kann ihn wahrscheinlich morgen noch nicht anziehen, wahrscheinlich dann erst übermorgen oder so, je nachdem, wie schnell wir den gewaschen bekommen, aber ich freue mich voll. Klöße sind für mich an sich Fleischbällchen. Knödel sind für mich alles Kartoffelmehl oder Kartoffelmehl und Brötchensemmel. Ja, genau. Oder nur. Macht man nicht nur auch Brötchen und. Also bei uns gab es Unterscheidungen Kartoffelknödel und Semmelknödel. Früher mochte ich Semmelknödel irgendwie immer lieber und Kartoffelknödel so überhaupt nicht, aber inzwischen ist es ein bisschen andersrum tatsächlich bei mir. War das der Hoodie, der neulich ausverkauft war? Nee, der ist immer noch ausverkauft, aber ich habe dann gesucht nach einem anderen Hoodie in Rot und dann habe ich einen anderen gesehen, der mir gefällt und dann dachte ich mir so, okay. Wieso bist du hier drüben? Das ist irgendwie random, dass du hier drüben bist bei. Naja. Okay, Melly muss zur Arbeit. Ich schick die da mal hin, ne? So. Ich habe mal Melly zur Arbeit geschickt. Hast du irgendwie frei dann, Steffi, gerade wieder noch? Zur Arbeit gehen. Du kannst auch zur Arbeit gehen. Okay, dann schicke ich dich auch mal zur Arbeit. Warte mal. Habe ich gerade. Warte mal, 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 warte mal. Okay, merke, die Nachbarschaft ist immer noch gestört. Okay, gut, dass wir das jetzt wissen. Vor allem, der ist ja wirklich von da hinten schon hergejoggt, so. Um Gottes Willen. Was ist denn mit den Leuten hier los? Um Gottes Willen. Okay, dann lasse ich euch mal alle kurz noch arbeiten, ne? Vielleicht bekommt er ja noch eine kleine Beförderung. Schmutziges Geld. Oh, als Steffi ein paar Spesenabrechnungen durchsieht, entdeckt sie einige Unstimmigkeiten. Nach weiteren Untersuchungen stellt sie fest, dass eine Menge Geld auf einem geheimen Konto geleitet wurde. Steffi genießt noch kein besonders hohes Ansehen in der Firma, aber über diese Angelegenheit sollte die Vorgesetzten doch informiert werden, oder? Papiere übergeben, Steffi erntet Ruhm und Ruf, Steffi verliert aber ihren Job. Oder die Papiere verlieren. Das Leben von Steffi geht unverändert weiter. Oh, shit, ey. Das ist jetzt aber moralisch echt ein bisschen, boah, ne? Uiuiuiui. Und hallo Melli. Hey, du bist ja da. Ja, hallo. Uff. Das ist jetzt aber unangenehm, ne? Job verliehen ist halt schon scheiße, ne? Du warst jetzt Stufe 2. Du würdest wahrscheinlich dann wieder von vorne anfangen. Ja, aber nur im Lurk. Ah, okay. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Alles.
Ja, wie wird sie sich dann entscheiden? Ich kann mir auch einen neuen Job suchen. Du kannst dir denselben Job dann nochmal theoretisch, glaube ich, suchen, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Semmelknödel sind ja auch die altbayerischen Knödel. Kartoffelknödel eher schwäbisch und fränkisch. Ah, okay. Also von den Preisen. Ach, schön. Okay, dann übergeben wir die Papiere. Wie gesagt, du müsstest, glaube ich, den Job dann nochmal einfach halt von vorne wahrscheinlich wieder anfangen dann, ne? Aber ja. Hilft ja irgendwie nicht, ne? Hilft ja irgendwie nicht. Papiere übergeben. Schmutziges Geld. Als ernsthaft jetzt? Ihr arbeitet in derselben Firma oder was? Ja, Melli, hey, huch, da hat Melli auch so ein paar Dinge da. Ich glaube, das ist dieselbe Firma. Hat dieselben Papiere gefunden. Ach, sowas aber auch. Tja, Melli, willst du auch hier neuen Job und so suchen? Habe ich gehört. Ja, das ist jetzt ein Zufall, ne? Das ist jetzt wirklich ein lustiger Zufall. Lol. Aber Steffi ist dadurch Newcomer geworden und hat, glaube ich, eine Rufverbesserung. Ist allerdings sehr traurig, sehe ich da unten links schon, weil sie ihren Job verloren hat. Ja, wir gucken mal, ne? Notfall geht ja einfach studieren. Notfalls geht ja einfach irgendwas studieren, das geht auch. Papiere übergeben. Okay. Bloop. Auf dem Weg zum Ruhm. Gefeuert. Schlechte Neuigkeiten. Steffi wurde von ihrem Arbeitgeber G. Ryzen und C. Lever AG entlassen. Hat aber einen guten Ruf. Wenn sich Steffi unbekannten Sims vorstellt, hat sie die Chance, die Beziehung mit einer Freundschaftspunkten zu beginnen, da ihr Ruf jetzt ihr nun vorauseilt. Aufgedeckte Missstände. Steffi übergibt alle belastenden Papiere an die lokalen Behörden, die schnell und hart bei der Firma durchgreifen. Eine Reihe von Zeitungen schreiben über die Geschichte und der Name von Steffi erscheint in allen Überschriften. Nachdem sie sich der Staub gelegt hat, macht die Firma reinen Tisch und feuert alle, die an dem Skandal beteiligt waren, einschließlich Steffi. Und dasselbe gilt natürlich dann auch für Melli, die ist jetzt auch Newcomerin, wurde auch gefeuert und auch sie hat die Missstände natürlich in dieser Drecksfirma aufgedeckt. Muss man mal kurz schon so sagen, ne? So, Karriere einschlagen, wo ist denn Melli? Hallo? Melli, warum existierst du nur so halb? Die Tatsache, dass Melli nur so halb existiert, beunruhigt mich. So, okay, was hatten wir? Business? Hatten wir Business? War das Business? Ja, ne? Management und Investoren. Ich glaube, es war Business. Business. Ja. 20 Stunden bis zur Arbeit. Okay. So, ich würde dann langsam schlafen gehen. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Alles klar, Audrey. Danke fürs dabei sein. War ein sehr schöner Urlaub. Huch. Irgendwas ist, glaube ich, gerade buggy. War ein sehr schöner Urlaub und dann schlaf mal schön, ne? Irgendwas ist hier, glaube ich, gerade merkwürdig. Warte mal. Ist das wieder weg? Wieso ist Sino so halb da? Was? Oh nein, ich wohne jetzt in einem prominenten Viertel. Ja, stimmt, ne? Ist es immer noch buggy? Ja, ist immer noch buggy. Okay, lass mal kurz irgendwo hinreisen. Ganz, ganz kurz. Weil scheinbar scheint hier was ja nicht zu passen. Wo können wir denn mal kurz hinreisen? Vielleicht machen wir auch einfach irgendwas Lustiges kurz mal. Wo können wir denn mal? Können wir irgendwas Tolles gerade kurz machen? Tierarztpraxis müssen wir nicht. Eigentlich hätte Audrey da jetzt hin müssen, ne? Gibt es irgendwas Cooles? Wir könnten zu Chris gehen und Fotos machen lassen, aber ich glaube, da müssen wir Chris selber spielen. Aber ja, wir können uns Chris mal vorstellen. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Die Nachbarschaft mal abklappern nochmal. Zum Yoga oder so. Boah, hätten wir auch machen können. Ich fotografiere euch auf dem roten Teppich. Ist auch schön. Naja, du hast ja schon einige Stars fotografiert. Eigentlich müsstest du auch schon so ein halber Star-Fotograf sein, wenn wir mal ehrlich sind. Bin ich nicht noch in Batu? In Batu? Gute Frage. Neue Emotion, neue Marotte, Emotionsbombe. Melli? Was? Emotionsbombe? Melli findet es schwierig, ihre negativen Gefühle auf gesunde Art und Weise zu verarbeiten.
Von Gefühlen wie Wut, Angst wird sie schnell überwältigt und das Ergebnis ist immer ein emotionaler Zusammenbruch. Oh nein! Die Arme. Ihr seid einfach beide voll fertig mit eurem Leben, ey. Wo gehst du hin? Es scheint niemand zu Hause zu sein. Ja, ist wirklich nicht da. Chris ist verreist im Urlaub. Naja, schade. Dann reisen wir halt nach Hause, wa? Gehen wir wieder. Hilft ja nicht. Schade. Chris ist noch in Batu. Ja. Batu schreibt man mit sehr vielen U. Definitiv. Spricht man auch genauso aus. Ja, bei Chris freue ich mich tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das Star Wars DLC doch irgendwie lustig ist, muss ich zugeben. Mit den Sachen, die man da so machen kann. Du wirst Melidor treffen. Was? Okay. Cool. So, dann lass mal hier reingehen. Wir rufen mal beide die Kummer-Hotline an. Weil wir sind alle sehr traurig, weil wir unseren Job verloren haben. Können wir nicht mal es vielleicht auch mit Hundi und Katzi machen, damit die tröstliche Umarmung... Oh, tröstliche Umarmung hilft bestimmt. Das hilft bestimmt. Bin mir ziemlich sicher. Bring euch eine Androiden aus Batu mit. Ja, genau. Irgendwie sowas. Es gibt eine Kummer-Hotline. Natürlich gibt es eine Sims-Kummer-Hotline. Sowas sollte es überall geben, wenn wir mal ehrlich sind. Ist ja auch was Wichtiges. Ist eigentlich wirklich was Wichtiges. Ich habe bisher noch bei keiner angerufen, aber who knows. Wenn es einem schlecht geht und man jemanden zum Reden braucht. Warum nicht? Oh, guck mal, da ist sie schon wieder glücklich. Das ging schnell. Da ist aber immer egal, dass sie gefeuert wurde. Ja, guck mal. Wenn man die Katzen tröstend auch umarmt, dann geht hier alles auch ganz schnell runter hier. Okay, kurz mal auf Klo gehen, habe ich gehört. Verwenden. Wir könnten was Leckeres kochen. Ich fütter mal hier zumindest eine Schüssel. Steffi wollte schlafen gehen. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Wobei es ist 15 Uhr, also naja. Naja. Boah, so langsam wirklich auf Klo, ne? Das Lied habe ich gefühlt noch nie gehört. Ich kann mich nicht erinnern, das reingepackt zu haben. Auch lustig. Oh, und schon ist sie auch sehr verspielt. Oh, schön. Da ist sie wieder glücklich und guckt gruselig. Cool. So. Ach ja. Ach nee, den Fisch hatte Dingens, ne? Audrey. Hey, Millie, wie geht's dir? In letzter Zeit ist dein Name in aller Munde. Sollen wir uns mal treffen? Ah, und die Urlaubsfotos, Leute. Warte mal, hä? Achso, nee, das sind die anderen Fotos. Aber wir haben jetzt eine bessere Kamera, ne? Okay, warte mal. Wo hängen wir denn die Urlaubsfotos hin, Steffi? Wo soll man die denn hinpacken? Oder hinstellen. Boah, wir haben noch die ganzen Fossilien auch noch, ne? Habe ich die Katzenfotos eigentlich aufgehangen irgendwo? Hier vielleicht einmal auf den Schreibtisch, ne? Warte mal. Was haben wir denn hier? Boah, ist das riesig. Komme ich dann wieder nicht an den PC ran eigentlich? Das ist wirklich zu riesig. Wir hatten doch auch ein kleineres, ne? Das hier war es. Klein. Wir hatten auch ein... Oh, hi, Danos. Wo kommst du denn her? Hatten wir die Hundefotos und so? Hatten wir die schon aufgehangen? Da ist das Kleine. Ich will das Kleine da hinstellen. Oh, wir können es auch da hochstellen. Ja, da oben ist gut. Da oben ist gut. Rahmen. Was machen wir für einen Rahmen? Gelb? Das Gelb da? Nee. Dann vielleicht grau und passend zu dem hier. Gibt kein Grau, gibt Silber. Silber ist gut. Ja, das ist perfekt. Vielleicht das große Bild an die Wand. Ist nur die Frage, an welche Wand. Ist das weird, wenn man sich das übers Bett hängt?
Vielleicht ein bisschen. Oh, Audrey, du ist auch schon wieder hier am Start. Vielleicht da dann an die Wand. So, ich nehme die hier wieder rein. Wir bräuchten hier wahrscheinlich auch irgendwo mal noch eine Truhe. Einfach, wo man Sachen reinlegen kann. Das ist immer ganz praktisch. Wenn man einfach irgendwo Sachen ablegen kann. So. Willst du dich eigentlich mal umziehen, Melly? Das Outfit ist echt nicht schön. So. Training. Apportieren kann er inzwischen. Nee. Sitzrolle. Wir versuchen mal Sitz. Wir müssen dem Hund ja auch mal was beibringen hier. Und ich finde es toll, dass selbst die Katze und dem Hund der Kamin gefällt. Schön. Ist wirklich schön. Ach, Audrey ist auch einfach vorbeigekommen. Ja klar, kommt doch einfach alle hierher. Klar, was auch sonst. Ich habe euch alle ja voll eingeladen. Die laden sich alle selber ein. Hier, Danus, Audrey, alle kommen vorbei. Ohne, dass ich sage, ja, ihr dürft kommen. Mache ich nächstes Mal auch so. Stehe ich auch immer vor der Haustür von Leuten. Wobei, mache ich den Sims ja wirklich auch manchmal. Ich habe das Gefühl, ich muss wirklich den Lautsprecher hier auch nochmal verschieben. So, wie läuft's mit Sitzlernen? Kann es euch sneeze? Ja, auf mich hört er, glaube ich. Er hat insgeheim auf mich gehört. Und was machen die Katzis da? Oha, hallo. Habe ich genau gesehen, was ihr da gemacht habt. Schmusis. Ja. Wo ist die Katze hin? Ich glaube, er lernt es bald. Stimmt, der war ja klug, ne, der kleine Chihuahua. Hä, die Katze hat auch Sitz gelernt. Die Katze hat auch Sitz gelernt, Leute. Ah, cool. Die Katze hat es halt wirklich gelernt. Ohne Witz. Die Katze ist voll schlau. Das machen die Katzen in echt auch. Ah. Tag der offenen Tür, ja. Heute irgendwie wirklich, ne? Lektion klug. Damen ist ein kluger Hund. Diese Hunde sind leicht zu erziehen, dass sie schnell lernen. Oh, krass. Kann der jetzt schon Sitz? Leckerchen geben. Aber ich glaube, er hat Sitz gelernt. Ich glaube, jetzt kann er Sitz. Ah, er hat jetzt wirklich Sitz gelernt. Ich mach mal Rollen. Wenn der das so schnell lernt, ist er voll gut. Steffi ist wieder müde. Genau, stell dem Hund das Essen hin. Das ist bestimmt eine gute Idee. Du kannst das danach weiter essen. Oh nein, sie ist wieder traurig. Oh nein, jetzt ist sie auch eine Emotionsbombe. Oh Mann. Wobei, ich glaube, es gäbe Schlimmeres. Ich glaube, Emotionsbombe ist noch halb so schlimm. Wir dürfen sie nur nicht angespannt oder traurig werden lassen, glaube ich. Dann sind wir eigentlich good to go. Kann mein Hund in echt auch? Oh, oh, guck mal, da lernt das gerade schon. Oh, süß. Ja. Indirekt hat er auch gerade Platz gelernt, wenn wir mal ehrlich sind. Steffi, nicht traurig sein. Kannst ja mit Danus irgendwas machen. Vielleicht tröstet er dich. Ein Witz über einen Marsmenschen. Marsmenschen kannst du ja machen. Huch, hallo Audrey. Audrey will auch die Rolle sehen. Alle wollen die Rolle sehen. Über Probleme kannst du dich ja auch mal noch beschweren. Um Rat bitten ist bestimmt auch eine gute Idee. Aber wie gesagt, sie hat auf jeden Fall das Richtige gemacht mit dem Job kündigen. Und so, sowas sollte man wirklich nicht hinterstehen. So. Können auch mit Danus später noch Fotos machen und so. Wir haben jetzt, wie gesagt, die coole Kamera. Da kannst du, glaube ich, viel, viel bessere Fotos machen. Du kannst, glaube ich, auch Fotos mit den Tieren dann machen. Das können wir eigentlich mal versuchen, ne? Nur schade, dass sie so traurig ist. Foto machen mit den Tieren hätte ich gerne. Ging das nicht so? Ich hätte gedacht, man kann auch ein Foto mit einem Tier machen. Vielleicht Foto machen von... Von Melly und einem Tier wäre gut, aber... Ne? Bin mir nicht sicher. Mit den Tieren Fotos machen geht, glaube ich, nur mit dem Stativ. Okay.
Danus und Steffi sind soeben gute Freunde geworden. Darwin hat den Befehl Rollen gelernt. Boah, Alter, dieser Hund ist ja wirklich hier ein Genie. Der Hund ist ein Genie, Leute. So, Danus muss los, alles klar. Wir sehen uns, Danus. Melly kann ja noch ein bisschen trainieren. Plumbumba-Tanzvideo machen. Oh nee. Trauerkloß. Oh nö. Nicht traurig sein. Machst jetzt ein bisschen Sport noch? Wir können keinen Sport machen, weil wir einen fetten Tisch im Weg haben. Schade. Das ist ja sehr bedauerlich. Ich wollte nur eine Konsole kaufen. Komm, ich hole jetzt noch eine Konsole und dann könnt ihr zusammen zocken. Konsole. Videospiel. Schon die gute, würde ich sagen. In weiß. Wo stelle ich denn die hin? Werden wir einfach so traurig? Nee, ihr seid nur überempfindlich, genau. Ihr seid ja traurig, weil ihr gefeuert wurdet, immer noch. Und das ist aber noch ein bisschen schlimmer, weil ihr eben diese Marotte habt. Multiplayer-Spiel spielen. Party Frenzy mit Steffi. So, damit ihr mal ein bisschen aufgeheitert werdet hier. Wo ist denn Steffi? Steffi, du musst mit Party Frenzy spielen. Hilft nicht. Alter, es ist immer noch so schön, ne? Mit dem Schnee da draußen. Ich liebe das. Es ist so schön einfach. Das ist einfach so schön. Guckt euch das mal an. Alter. Vor allem mit dem schönen Haus halt auch, wo du richtig wohlfühlst, einfach nur richtig heimisch. Dann hast du die ganze Zeit die Schneeflocken, die so draußen rumrieseln. Oh. Da wird man ja glatt neidisch. Ich wünschte, bei uns würde es momentan so aussehen, ey. Und ich könnte einfach drinnen hocken und am Fenster stehen und sehen, wie es schneit. Das ist immer das Schönste am Winter, finde ich. Schon fast gruselig, was? Wieso gruselig? Sieht doch voll schön aus. Also ich finde da nichts gruselig dran. Da ist jemand aber sehr konzentriert. From Balbariki. Mal gucken, wer gewinnt da oben. Oh, das Bowling-Spiel. Boah, Bowling müssen wir auch mal wieder gehen, ey. Auch wenn es nie funktioniert so wirklich. Ah, Bowling müssen wir auch wieder gehen. Bowling war trotzdem lustig. Oh, jetzt werden Basketbälle geworfen. Ich habe auch mit keinem Sim so bisher wirklich Basketball gespielt. Da kannst du ja auch, glaube ich, irgendwie Basketball-Profi oder so werden. Okay, Golfen gibt es nicht in Sims. Das wüsste ich. Aber schon fertig gespielt. Hat sie verloren. Wahrscheinlich hat sie auch noch verloren und deswegen ist sie jetzt noch trauriger. Hä? Sie ist ja gar nicht mehr traurig. Emotionaler Ausbruch. Oh. Also, die ist wirklich sehr mitgenommen darüber, dass sie hier ihren Job verloren hat, ey. Hoiuiuiui. So, du kannst hier noch kurz ausholen und dann gehst... Ach nee, Mann, das ist ja gar nicht dein Bett. du kannst hier noch kurz ausholen und dann kannst du ja auch schlafen gehen. Wieso sind die überall dich da an? So, du kannst schlafen gehen. Du bist schon nicht mehr... Guck mal, dich hat das Videospiel hier... Alter, einfach voll Boden zerstört einfach. Wir heulen ja nur rum. Ja, weil ihr gefeuert wurdet. Das ist voll schlimm, ja. Boah, Alter, ne? Diese Katzen, ne? Diese Katzen. Ich glaube, es sind die Katzen. Irgendjemand muss mal seine Katze bürsten, habe ich gehört. Und wo verlieren die überall die ganzen Dinger? Natürlich hier. In Mellys Raum. Die arme Melly, ey. Oh, Melly hat von Geistern geträumt. Ich glaube, die hat von Phasmophobia geträumt. Huch, was? Oh, du bist doch nicht mehr... Ah, guck mal, du bist auch nicht mehr traurig. Und Audrey ist immer noch in deinem Zimmer aus irgendwelchen Gründen. Cool. So, gute Nacht. Schlaf schön. Gar nicht awkward, dass Audrey hier da an meinem PC irgendwas macht. Cool. Oh, guck mal, die Katze hat sich dazugelegt. Du schon wieder wach? Was machst du schon wieder wach? Spaß hast du genug? Dann geh nochmal schlafen. Scheiß auf die Katze. Wenn die dich aufweckt. Du musst schlafen, Mädchen.
Du musst schlafen. Du hast morgen deinen ersten Tag im neuen Job, in dem du vorher gefeuert wurdest. Aber jetzt ist eine neue Firma. Ey, du brauchst auch nicht aufstehen. Aber schick mal Audrey nach Hause, würde ich sagen. Kann ich sie nicht nach Hause schicken? Ich muss doch so langsam mal gehen. Die will nicht gehen. Ja, dann. Sag mal, hat die Katze irgendwie Aufmerksamkeitsprobleme? Ich glaube, die Katze haben irgendwie eine Aufmerksamkeitsstörung gerade. Vor allem, wieso sind die Katzen so fokussiert immer auf Melli anstatt auf Steffi? Lektion freundlich. Aha. Ihr wisst, dass ihr auch noch solche Schlafdinger unten habt, ne? Vielleicht müssen wir bei Steffis Bett auch noch mal sowas hinlegen, glaube ich. Damit die nicht andauernd... Weil der Hund schläft sowieso gefühlt irgendwie hier neben immer. Habe ich den Eindruck. Der will sich da gar nicht wirklich reinlegen bisher. Oh, ist Audrey eigentlich... Ich frag mal nicht. Ah, jetzt kommt die Katze auch mal zu Steffi, okay. Oh, und die hat sich hier hingekuschelt, okay. So, da ist jemand fast ausgeschlafen, da auch fast. Okay, was fehlt dir denn am meisten? Auf Klo können wir dann eigentlich mal gehen. Kurz auf Klo gehen. Baden müssen wir nicht wirklich, das reicht noch völlig. Da riecht man noch nichts. Und dann gucken wir mal nach einem schönen Frühstück hier. Reste nehmen. Sie hat die Weihnachtsmütze ausgepackt. Ist noch Winter, ist in Ordnung. Kann man machen noch. So. Streamst du noch ein paar Minuten, dann wechsle ich kurz aufs Handy. Ja, ein paar Minuten vielleicht schon noch, aber nicht mehr allzu lange, Steffi. Nicht mehr allzu lange. Der Sesam verliert immer so viel Fell. Den können wir ja mal bürsten. Den können wir ja mal bürsten gehen, vielleicht ganz kurz dann. Okay, ich beeil mich. Okay. Dann machen wir ja frische Dusche. Wir haben, wie gesagt, immer noch Reste, denke ich mal. Audrey, musst du langsam mal los. Um 5 Uhr morgen fällt dir ein, dass sie ja auch mal gehen könnte. Okay. Den Garten werden wir erst so richtig, glaube ich, im Sommer dann, by the way, benutzen können. Wenn wir dann wirklich mit Schwimmen und so und Tradition. Ne? Müssen wir da mal gucken. Wie alle die Treppe runtergehen gerade. Hui. Ja, mit der Musikanlage bin ich immer noch nicht ganz happy. Ich muss mal wirklich... Wo würde die Musikanlage am besten Sinn machen, damit wir immer schön Musik hören hier? Weil hier drüben ist die immer so abgekattet ein bisschen. Vielleicht hier drüber? Ist die da besser dann schon? Muss mal gucken. Ich platziere die mal derweil mal ganz kurz hier rüber. Vielleicht ist hier sogar schon besser. Gottes Willen. So, Esszimmer wird benutzt, sehr schön, finde ich gut. Haben wir es nicht umsonst gebaut, finde ich gut. Ich ändere mal trotzdem die Weihnachtsmütze dann, ne? Steffi singt unter der Dusche. So, fertig. Das ist aber nicht... Was ist denn das für ein Sender? Okay, komm. War mir gerade kurz nicht sicher. Und hallo Salty Pretzel, was geht? Hey ho. Ich erinnere mich nicht, dieses Lied hinzugefügt zu haben. Das hört sich auch so simlisch an. Hat der schon wieder hier einfach Sim-Songs aktiviert irgendwie oder so? Ohne Witz, ich traue dem Spiel nicht. Ich trau dem Spiel nicht. Das klingt so simlisch. Ich wusste es. Warum? Warum machst du das? Ich will das nicht. Dann bekomme ich wieder nervige Copyright-Sachen auf YouTube. Toll, danke. So, Chris, hier gibt es übrigens Popcorn. Gebuttertes Popcorn. Willst du was haben, Chris? Hab gehört, ist lecker. Boah, ich hab Hunger. Ich werde gleich noch irgendwas Kleines essen. Ich soll ja nicht mehr so viel abends essen.
Wobei das bei mir auch keinen Unterschied macht. Ich habe abends auch wenig gegessen oder so und habe am nächsten Tag trotzdem Bauchschmerzen. Morgens. Weiß auch nicht. Angeblich soll das ja helfen, aber ich glaube, mein Bauch ist hoffnungslos verloren teilweise. Ich werde noch eine Kleinigkeit essen, denke ich. Nichts Besonderes. Müssen die Hundis und Katzis eigentlich mal... Habt ihr noch irgendwo Futter drin? Nee. Dann füttere ich mal wieder so langsam. Schüssel füttern. Und mir geht's ganz gut heute. Ich habe den Montag schön überstanden. Hat sich irgendwie ein bisschen gezogen heute, wie gesagt. Aber irgendwie habe ich ihn dann doch rumbekommen. Ich wollte eigentlich auch noch rausgehen und mal wieder hier bei Pokémon Go ein paar Pokémon fangen. Wegen dem Halloween-Event. Aber es war... Die Zeitumstellung, es ist arschdunkel gewesen auf einmal, wegen der Zeitumstellung jetzt. Ich bin nur so, warum gibt's das? Warum ist das so? Das war davor doch viel besser, als es heller war. Und es hat heute auch geregnet, also, und es war voll unangenehm draußen, also. Was ist denn mit den Tieren hier? Die sind nur noch bei dem, Kamin. Das ist voll, voll weird. So, nochmal kurz auf Klo gehen, drückt schon wieder. Okay, bei dir passt alles. Berichte ausfüllen. Oh, das haben wir gar nicht gemacht, ne? Drei Freunde haben sich 10 Sims vorstellen. Oh, da müssen wir aber noch dran arbeiten, ne? Ja, das mit dem Berichte ausfüllen habe ich jetzt nicht gemacht. Da ist das ein bisschen doof. Mache ich vielleicht noch kurz. Noch ganz kurz. Bevor der Arbeit beginnt hier. Oh, schaffen wir wahrscheinlich locker nicht mehr. Das schaffen wir bestimmt nicht mehr, oder? Nee, never. Bin mir nicht sicher, ob es sogar sinnvoller wäre, das einfach noch fertig schreiben zu lassen, anstatt zur Arbeit zu schicken, aber ich glaube mal nicht. Wie viel haben wir denn geschafft gehabt? Sie hat sogar 50% noch geschafft gehabt. Okay. Morgen ist Silvester, Freunde. Werden wir aber heute nicht mehr feiern. Das feiern wir dann morgen oder übermorgen. Morgen würde ich vielleicht wirklich erstmal wieder Phasmophobia auch gerne spielen. Müssen wir dann mal gucken. Was haben wir eigentlich hier für nachbarschaftliche Aktionspläne? Okay, das ist alles in Ordnung. Die finde ich alle gut. Den ist kalt. Boah, 5000 Simoleons? Alter, das Haus ist scheiße teuer offenbar, ne? Wieso? Haben wir die Klimaanlage aktiv oder warum ist das? Oh, wir haben die Klimaanlage aktiv. Oh. Ja, okay. Kein Wunder, dass die Stromrechnung so teuer ist. Upsis. War keine so gute Idee, das ganze Haus zu beheizen, glaube ich. Ups. Naja, 5000 Simoleons Schulden bei. Ja. Ups. Das geht schon. Da bekommt er schon wieder rein. Ihr müsstet halt noch so... Vielleicht können wir noch irgendwas dann nebenbei machen. Wir haben ja unten unseren Keller hier. Vielleicht kann man noch ein bisschen was malen, damit man vielleicht ein bisschen Geld dazu bekommt. Oder ein paar Skulpturen auf Plopsi verkaufen. Hilft, glaube ich, auch schon. Sachen sprudeln. Ich glaube, wenn man Sachen sprudelt, kann man die auch verkaufen. Oder Pflanzen anbauen, sowas. Wir haben ja unsere Blumentöpfe hier. Wir können schon was anbauen, würde ich sagen. Man kann auch irgendwie so ein Wachs anbauen, damit man so Kerzen herstellen kann. Vielleicht würde ich das noch machen auch. Und die dann auf Plopsi anbieten. Ich muss mal gucken, wie das Wachs hieß. Arbeitet ihr alle fleißig? Ja, ne? Ja. Okay. Ich muss echt mal gucken, wie das mit dem Wachs hieß. Das kommt man irgendwo besonders kaufen. Samen kaufen. Gartenobst, Gartenblumen, Gartenkräuter. Was waren da? Was waren da? Das, nee, Obst war es auch nicht, oder? War das Obst? War das irgendwie... Ich muss mal dann gucken. So. 38 Simoleons. Okay. So, jetzt sollt ihr nochmal Berichte ausfüllen. Dieses Mal lasse ich es euch mal gleich machen, damit ihr das beim nächsten Mal dann gemacht habt. Berichte ausfüllen. Außer Melli, da würde ich gerade nochmal nach den Pflanzen gucken. Mal gucken, was wir da jetzt alles rauskriegen.
Okay, das ist nicht das. Mist, wo gab's denn dieses Zeug? Ich weiß, dass es irgendwie so Soja hieß das, glaube ich. Ich glaube, es war einfach Soja, was man da anbauen konnte. Bestellungen, Knoblauch, Samen, Medizin, Samen kaufen. Katzenminze, Katzenminze. Vielleicht sollten wir auch Katzenminze anbauen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber Katzenminze klingt auch cool. Ich kaufe noch zweimal Katzenminze-Paket. Boah, wir haben richtig viel bekommen hier. Okay. Wir haben vier Katzenminze-Sorten. Einmal Kuschelkatzenminze. Macht deine Katze ein wenig anschmiegsamer. Okay. Dann haben wir Ratzekatzenminze. Beruhigt deine Katzen und macht sie schläfrig. Okay. Dann haben wir Kamikatz. Versetzt deine Katzen in Rage. Aha, okay. Und dann haben wir noch Kraftkatzenminze. Erhöht die Energie deiner Katzen und macht sie hyperaktiv. Oh Gott, will ich das überhaupt? Die sind doch jetzt schon schlimm genug. Pflanzen. Pflanzen wir einfach mal, habe ich gehört. Oh Gottes Willen, ey. So. Und hier draußen können wir ja vielleicht dann noch irgendwie die anderen Sachen hier anbauen. Ah, hier ist Sojabohne. Ah, oh Mist. Okay, dann sollte ich doch. Dann brauchen wir. Was brauchen wir denn am wenigsten? Ratzekatze Minze mache ich mal, glaube ich, erstmal weg. Und die Zornkatzen Minze. Dann machen wir an den einem Ding hier. Dann machen wir hier unten so. Und oben machen wir die Sojabohnen rein. Okay, doch. Haben wir die doch hier dabei? Wusste ich's doch. Wir können ja die andere Minze noch draußen anbauen. Hier, die hier. Die wächst halt wahrscheinlich jetzt nicht erstmal, aber ist ja nicht so schlimm. So, dann haben wir hier noch eine Weintraube. Und dann hier noch eine Brombeere. So. Würde ich dann auch noch alles pflanzen, glaube ich. Wenn wir können. So, dann darfst du auch einen Bericht schreiben. Ne, Melli? Achso, wir müssen das aber auch noch bewässern, oder? Bewässern. Das muss ja auch wachsen. So. Steffi wird angerufen. Audrey möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, komm doch rüber. Oh, Steffi braucht Spaß. Da geht's nicht mehr so gut. Okay, scheint, als könnten wir hier gut pflanzen. Auch wenn hier ein paar Sachen im Weg sind. Finde ich schön. Finde ich gut. Oh, Hundi möchte Gassi gehen. Oh. Ja, ich glaube, du darfst deinen Report doch noch nicht schreiben. Ich glaube, der Hund muss raus. Habe ich gehört. Die Pflanze konnte an dem Ort nicht keimen. Hier? Stellen Sie an einen Ort, wo sie Platz hat. Ich glaube, da war was im Weg. Okay. Ah, das geht nicht. Da muss ich die leicht verschieben. Vielleicht mache ich das mal kurz. Da ist wohl kein Platz. Stell es mal hier so ein bisschen mittiger. Vielleicht ist da ja in Ordnung dann. So, Audrey ist auch schon da. Irgendwie sieht Audrey so unterbeleuchtet aus. Ist das normal? Ich glaube, das macht die schwarze Kleidung hier. Audrey sieht aus, als würde sie hier einbrechen wollen. So, ja, Hundi, wir gehen gleich mit dir raus, habe ich gehört. Steffi braucht dann auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Das kann sie ja dann mit den anderen dann hier machen. Oh, und schon ist sie. Oh, und schon ist sie wieder nicht. Okay. Audrey, hast schon gesehen. Hier ist das coole Bild. Guck mal, Audrey, guck dir das Bild mal an. Voll krass. Ich verschönere Audrey mal den Tag und erzähle ihr noch was Lustiges. Wieso ist die Frau schon wieder kokett? Was soll das? Klopf, klopf, Witz machen wir noch. Und danach müssen wir mal, glaube ich, mit den Katzis ein bisschen spielen hier. Mit Laserpointer spielen. Oh, die ist unwohl. Kann die jetzt keimen? Oh ja, jetzt konnte die keimen. Lass da auch noch kurz bewässern, bitte. Danach kannst du gerne kurz aufs Klo gehen und dann musst du mal ganz schnell mit dem Hundi raus. Oh, Spaß. Alter, was ist denn bei dir los? Das läuft momentan auch nicht so, wa? So, wo ist Hundilein? Wo ist denn Hundilein? Hier ist Hundilein. Hundilein wird kurz gestreichelt. Kurz gespielt. Nachdem wir auf dem Klo waren, bitte.
Der Hund folgt natürlich mit aufs Klo, man kennt's. Okay. Dazu, ja. Das wundert mich irgendwie überhaupt nicht, dass der Hundi mitkommt. Hä? Als ob dich das in deiner Privatsphäre jetzt stört, dass der Hund zuguckt. Sie schickt den Hund raus, weil sie nicht beobachtet werden will vom Hund. Okay. Also mir wäre das ja egal, wenn mir mein Hund aufs Ding ins Nachlaufen würde. Wie im echten Leben. Darwin hat Hunger. Oh, das auch noch. Ich gebe ihm ein Leckerli. Leckerli, dann muss er ja auch noch raus. Wir müssen auf jeden Fall Gassi gehen dann. Oder joggen. Am liebsten wäre mir eigentlich dann joggen gehen. Tierpflege, spazieren gehen, joggen. So, Steffi ist gelangweilt. Oh, alles ist voll langweilig. Papierplackerei, Wahlberichte ausgefüllt hat. Uff, die Zahlen beginnen vor den Augen von Steffi zu verschwinden. Boah, das kenne ich tatsächlich auch. Das kenne ich ein bisschen. Wenn ich dann auch lange konzentriert irgendwie was programmiere oder so, dann bist du irgendwann nur so... so gefühlt. Das kenne ich irgendwo her. Vor allem, wenn es halt irgendwie so eintöniges ist irgendwie. Okay, Spaß ist ganz oben wieder. Immerhin etwas. Die Blase drückt auch bei Steffi wieder, habe ich gehört. Und die Musikanlage ist kaputt. Wie soll es auch anders sein? Natürlich ist die Musikanlage kaputt. Was anderes habe ich ja auch gar nicht erwartet. So, Melli, bist du mit dem Hund jetzt raus? Ich hoffe, sie tut das jetzt endlich mal. Letztes Mal war es ja buggy. Oh ja, sie geht raus. Cool. Juhu. Ab zum Joggen. Ich jogge mit. Wartet auf mich. Ich klappe mal das kurz ein. So, weiter geht's. Wo gehen wir denn mal hin? Ah, der Hund kommt ja gar nicht hinterher. Hoffentlich laufen uns keine nackten Menschen entgegen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ja. Was, vielleicht geht es mir morgen auch so? Was, dass dir nackte Menschen entgegenkommen? Das hoffe ich mal nicht. Hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Ah, die Radioanlage läuft wieder, glaube ich. Und jetzt? Oh, guck mal. Ist schon relativ happy. Oh, da hat auch jemand einen Schneemann gebaut. Boah, das Haus da hinten, ey. Voll die Angeber. Huch. Pass auf, wo du hingehst. Du hättest fast meinen Hund überfahren, du Arschloch. Was? Was? Entschuldigung, musste mal gesagt werden. Die sind ja voll verantwortungslos hier. Okay, hier wird noch repariert. Oh, guck mal, hier haben wir auch ein Bild abgestellt. Können wir hier noch ein Bild rein... Boah, wir können da bestimmt voll viele Bilder reinstellen. Oh, wir können die Sachen, die wir gefunden haben, auch reinstellen. Ah ja, wir haben ja auch noch die ganzen anderen Dinger hier gefunden. Oh Gott. Wir haben so viele Sachen vom Urlaub. Ach ja, die Puppe. Wo stellen wir die denn dann hin? Ich stelle die mal da drauf derweil, ne? Ist, glaube ich, ganz gut. Können wir auch das Messer hier irgendwo ablegen? Nö. Teile plündern kurz noch. Okay, Steffi, du darfst so langsam, würde ich sagen, dann schlafen gehen. Vielleicht willst du dir trotzdem noch einen Snack gönnen, weil du bist echt hungrig. Vielleicht noch eine schnelle Mahlzeit essen einfach. Erdnussbutter-Gelee-Sandwich und dann auf jeden Fall ab ins Bett mit dir hier. So, Melli, oh Gott. Melli ist auch überfordert, glaube ich, mit der Gesamtsituation. Erfrischende Dusche kurz nehmen. Vielleicht auch nochmal irgendwas ganz, ganz Schnelles essen. Schnelle Mahlzeit, Erdnussbutter-Gelee oder so. Und dann auch ab ins Bett mit dir. Eieieiei, heute kommen sie aber spät ins Bett, ey. Heute kommen sie aber spät ins Bett, die beiden. Aber war ja auch ein langer, anstrengender Tag. So, ich glaube, das reicht. Mehr musst du wirklich nicht essen. Gute Nacht, Steffi. Das hier nehme ich mal ins Inventar, weil das können wir dann recyceln. Kann man das hier auch recyceln? Und das hier? Muss ich mal austesten, ob man das auch alles recyceln kann. Okay, das kann ich nicht recyceln, aber ich kann es in die Mülltonne packen und dann können wir nach Teilen wühlen. Dann können wir nämlich auch Sachen herstellen. Audrey war immer noch da. Die ist schon wieder bis 1 Uhr nachts geblieben. Deine Hygiene ist aber immer noch ziemlich beschissen, wollte ich nur mal kurz anmerken, ne? Kannst gerne kurz schlafen gehen, aber du musst dann auf jeden Fall... Kann man nicht auch ein Bad irgendwie nehmen zur Entspannung nochmal?
Okay, ich kaufe mal lieber nix gerade. So. Wir gehen mal erstmal kurz schlafen und dann machen wir noch ein kleines Entspannungsbad vielleicht. Um irgendwie, keine Ahnung, 4 Uhr morgens, wenn du ein bisschen geschlafen hast. Stinkig ins Bett. Ja, hilft ja nicht. Hilft ja nicht. Wenn man müde ist, geht man auch stinkig ins Bett. So. Hier drüben geht's. Wir müssen hier wieder arbeiten. Ist Samstag, ne? Müsst ihr am Samstag arbeiten? Ne, müsst ihr nicht. 3 Tage bis zur Arbeit. Ich habe jetzt eh erstmal wieder frei. Okay. So, ich glaube, es kommt aber gleich Silvester, ne? Weil 6 Uhr ist es gleich. Ich glaube, der nächste Feiertag ist Silvester. Da müssen wir mal gucken, wo wir das feiern. Oder mit welchen Sims. Aber am besten welche, die sich Feuerwerk leisten können. Vielleicht kann man dann auch ein paar Freunde hier dann eben einladen, die dann rüberkommen. Habe ich gehört. So, ich würde dann aber jetzt so langsam erstmal dann auch für heute aufhören, weil wir haben ja eh schon sehr, sehr viel gemacht und auch schon sehr lange gespielt, habe ich gehört. War heute wieder sehr lustig mit Among Us. Ich bin echt happy, dass wir alle, glaube ich, relativ viel Spaß damit haben konnten. Und ja, ich würde sagen, der Urlaub war auch sehr erfolgreich hier gerade in Sims. Ich bin übrigens froh, gut, dass wir dieses Spinnenmittel gekauft haben. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich dachte mir, Igitt, da gibt's Spinnen. Das passiert mir, wenn dann bestimmt. Also habe ich mir das Spinnenmittel gekauft. Ich wollte es nur gesagt haben. Das wäre eigentlich auch ein Clip würdig gewesen, muss ich zugeben. So. Ja, dann würde ich sagen, Leute, war sehr schön, der Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder zu etwas Phasmophobia und vielleicht, ich muss mal gucken, was wir so machen. Vielleicht habe ich ja auch schon ein bisschen Nachmittagszeit, maybe, mal gucken. Vielleicht machen wir dann erst Sims und dann Phasmophobia oder irgendwie andersrum oder nur eines von beiden, ich weiß es noch nicht genau. Wird sich morgen, denke ich, dann ergeben, aber dann, ja. Macht's gut, Leute. Danke fürs dabei sein. Und ich drücke definitiv hier noch auf Speichern, denn nicht, dass ich Dinge nicht speichere, wie es schon mal passiert ist. Das war ziemlich schlecht. Und mein Wellensittich braucht, glaube ich, auch wieder Aufmerksamkeit. Also gehe ich jetzt lieber schlafen. So. Mir geht die Luft aus, wenn ich so schnell spreche. Dann würde ich jetzt wirklich sagen, danke fürs dabei sein, Leute. Danke für den Support. Für die ganzen Subs, für die Donations. Liebe Kitsune zum Beispiel. Vielen lieben Dank nochmal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Schlaf schön. Bye, bye. Wir sehen uns.